geht's miteinander? So. Das ist sehr nett, vielen Dank. So. Voilà. Das ist noch nicht der offizielle Anfang von der Show, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Es sind noch schnell ein, zwei Sachen, die wir vorbereiten müssen. Mehr bin ich. Du weißt, dass wir im 3 abgemacht haben für einen Soundcheck, gell? Ja, Tom, das ist jetzt wirklich nicht der Moment, zum diskutieren, wer recht hat. Du hast es aufschreiben, wir schauen jetzt im Debriefing an. Okay. So, ja, wir sind ein bisschen spät dran heute, Entschuldigung. Aber die Jungs sind da, sind ready, sind verkabelt, sie freuen sich mega. Sie haben ja gesagt, cool, endlich in Zürich. Ich freue mich natürlich auch riesig. Wobei, wir haben gesehen, so, wir sehen den Ticketverkauf, es sind viele Leute aus anderen Orten da. Wenn wir vielleicht mal schnell fragen, wer ist zum Beispiel aus dem Kanton Basel oder Basel-Land da? Mutig. Gut. Wer ist da aus dem Kanton Graubünden? Okay. Gut. Innerschweizer? Alright. Aus dem Aargau? Gut, raus. Ja. Alles gut. Weisse Socken an, ich bin auch im Team. Alles in Ordnung. Nein, also ich muss sagen, ich liebe ja die Aargauer, die trennen uns von Basel. Wer ist aus Zürich da heute Abend? Alright. Ein wahnsinnig attraktives Publikum, muss man auch sagen. Wirklich? Ja, ich bin mir das nicht gewöhnt, ich mache sonst den Donnerstagjass. Sieht nicht gleich aus, ja. Herzig. Ja, schön. Gut, also wir sind eigentlich soweit bereit. Also, mehrheitlich, ja, also wir sind mehrheitlich gebaut. Was müssen wir noch machen, Tom? Sorry. Der Laptop müssen wir testen. Der Laptop. Das haben wir noch nicht gemacht, eben, wir haben keinen Soundcheck gemacht. Nur ganz schnell, wir haben Einspieler von meinem Laptop, der ist da hinten verbunden, kannst du den draufgeben? Ja. Sehr schön. Gut, das funktioniert. Du kannst ihn nachher wieder wegnehmen, gell? Wir okay. Haben... Gut. Was? Geil, das Publikum, das kann lesen, ich freue mich. Das ist auch was Neues auf dieser Tour. Also, ich gehe ganz schnell hinter, muss noch etwas am Laptop machen, du bist wieder weg, Tom. Ist gut. Wir kommen gerade. Kleinen Moment. Herzlich willkommen. Zu unserer Live-Tour von den Comedy-Männern. Grande Finale. Wir sind heute Abend in Zürich. Das war unser grosser Traum. Wir haben gesagt, wenn wir neu mit aufhören, dann in Zürich, weil ja. Wer weiß es besser als ich? Zürich ist einfach wunderschön. Das kann man wirklich sagen. Schweiz ist jetzt angestellt. Also, ist an. Ich glaube ja, also wenn es blinkt, ist an, oder? Oder ist dann der Akku drin? Was weiß ich? Regt mich auf, so geredet. Ja. Und Hunger habe ich auch noch. Ja, das verstehe ich. Gut, das hätte man jetzt noch nicht hören sollen. Wie gesagt, das ist Ihre erste Tour. Sie sind ein bisschen nervös und wissen offensichtlich nicht, wie das Mikrofon funktioniert. Aber schau jetzt mal, Aaron, wenn ich die Zeche so spreize, ja. Oder, dann brennt es mega. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist Fußball. Ui, da musst du zeigen. Ja, vielleicht, gell. Vielleicht muss ich es gut zeigen. Das ist also, so, meine Damen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns mega. Die Jungs haben gesagt, sie freuen sich mega auf den Abend. Es schiesst mich so verdammt an. Ja. Und mich erst. Jetzt müssen wir einem anderen seine Karriere aus dem Dreck ziehen. Weißt du, was ich meine? Okay.
verbissen. Okay. Gut. Okay, gut. Also, nochmal. Herzlich willkommen bei... Und dann heisst es ja immer der Büssi und die anderen zwei. Ja, ohne uns fährt er ja nichts nicht. Mehr. Nicht mehr. Jungs, ja. Habt ihr vielleicht schon mal überlegt, dass wir euch hört draussen? Ja, okay. Woher sollen wir da wissen? Aber Büssi, jetzt ernsthaft, wenn du schon da bist. Hast du das Gefühl, das ist Fußbild? Wow, leg den Schuh wieder an, das ist grusig. Schön, sind wir wieder mal zusammen. Wow. Und jetzt live on stage, eure Comedy-Männer, der Stefan Büsser, der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Präsentiert von Emma. Dankeschön! Hallo! Entschuldigung, ich muss noch. Ja, gern. Der Stress. Schön, sind ihr da. Ja. Sorry, gell. So. Wenn gehen wir essen? Ah, was? Alles gut, ja. Also, schön haben wir es am letzten Tag auch noch geschafft. Wir sind jetzt wirklich lang auf Tournee gewesen. Wir haben 7 Locations gespielt, 8 Auftritte gemacht in 11 Tagen. Letzten Winter ist ja so Corona durch die Schweiz gezogen. Diesen Winter sind jetzt wir dran. Also, es gibt natürlich schon einen Unterschied. Wir zwingen euch nicht ins Bett. Ja, das ist der Unterschied. Also höchstens ihr wettet, dann müsst ihr es auch. Wenn wir es sagen, oder? Look, wenn wir nach dieser Tour keine Affen pocken, haben wir irgendetwas falsch gemacht, oder? Das ist ein bisschen geht so. Nicht. Ja, das ist ein bisschen so. 8 Auftritte in 11 Tagen, da geht natürlich jetzt auch das ganz grosse Rechnen los, oder? Mhm. Wie viel ist das in Monacos? Ja, schwierig zu sagen. Ja. Mhm. Also gut, 11 Tage, oder? Das ist ja die durchschnittliche Wartezeit im Holzzuschnitt. Auf so ein Brettchen von 30 auf 30 cm, je nachdem in schwarz oder braun. Voilà. Kann ich aus eigener Erfahrung also sagen? Ja, das stimmt. Dankeschön. Ja. Schau, viele, die jetzt da sind, werden den Podcast nur hören, oder? Ihr seid jetzt vielleicht ein bisschen irritiert, uns zu sehen. Ihr dürft die Augen auch zumachen, das ist überhaupt kein Problem. Yeah. Aber geil, es ist Rock'n'Roll. Ich komme mir wirklich vor wie der Bon Jovi, da unterwegs auf Tournee. Ich habe sogar mein eigenes Küssi mitgenommen. Ja, man sieht es, ja. Was? Hast du auf die Bühne? Nein, zum Schlafen! Ja, aber schön, oder? Ja. Wir sind in Zürich und das ist, das kann ich euch sagen jetzt als Zürcher, das grösste Public Viewing, das ihr in Zürich in den nächsten paar Wochen sehen könnt. Herzlich willkommen euch beiden in meinem linksgrünen Zürich. Ja. Danke vielmals. Ja, es war ein bisschen eng, das Dritte unter der Dusche, oder? Man will uns natürlich am Zürcher Lifestyle anpassen, da wird gespart, oder? Ja, nein, ich habe mich ein bisschen gefreut, oder? 30 Tempo, 30 überall, oder? Flächendeckend. Turns out, kannst du nicht so sehr 30 fahren, stehst meistens im Stau. Ja, ist schön wär's. Ja, ist ein bisschen so. Schön ist es auch im Volkshaus. Wir sind hier im Volkshaus, wo ja auch der Prozess gegen den Pierre in Vinzenz war. Ah, ja, okay. Wir haben übrigens Backstage seine Garderobe bekommen. Ich kann euch nur sagen, wow. Und wir hätten ja gerne Pierin auch als Taggast gehabt heute Abend, ja. Oder? Wir haben ja heute Abend einen Taggast. Er hat aber abgesagt, er hat noch ein Meeting im Chili's. Ja. Deswegen schade. Ja. Jetzt haben wir hier zuerst eine Ansprache im Volkshaus. Nachher gehen wir über in die Kaserne. Es tönt für mich nicht so nach Comedy irgendwie. Nein, es tönt mehr wie eine generale Mobilmachung. Nein, aber es ist schön für mich auch wieder mal zurückzuziehen in Zürich. Ich habe jahrelang hier gelebt, oder? Ich bin wieder mal in meine alte Hut, bin da Richtung Güdliberg heute Nachmittag, wieder mal auf der Vita-Parkour. Einfach herrlich. Was ist los? Also, was? Ich frage jetzt das, was alle denken. Was hast du? Bist du gut joggen? Nein, ein Kollege hat dort Gordon Bleu Beiz. Und dann bin ich gerade joggen. Was hast du Gefühl, woher das der Körper kommt? Was? Dankeschön. Was? Mach den um. Was ist das? Muskeln anspannen. Wenn man Muskeln anspannen. Dass du das nicht kannst, ist mir schon klar. Nein, es ist herrlich, so viele Leute hier zu haben heute Abend, oder? Schön, euch mal gesehen. Ja. Ja, oder? Aber kann man euch auch mal hören? Ja, ja! Okay. Komm, dann gehen wir doch rein in den Podcast. Das ist Comedy Männer auf Tour, die letzte und 8. Folge. Heute reden wir über schwörende Männer, schiessende Helden und fliegende Kisten. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind Aaron Herz und Michael Schweizer. Hallo Vater.
Und er ist wirklich da. Und er hat sogar Geburtstag. Ja, er hat Geburtstag. Ja, voll... Ich darf aber nicht sagen, dass er Geburtstag hat. Aha, ja, dann sagen wir es nicht. Nein, dann, sagen wir es natürlich nicht. Alles Gute zum zweimal 30. Geburtstag. Jawohl. Wie geht's euch? Ja, hervorragend geht's mir. Wieder mal zu Zürich. Und da habe ich heute Nachmittag im Hotel, also wo ich vom Vita-Parkour zurückgekommen bin, im Hotel, wieder mal die App aufgemacht auf dem Handy. Die Eltern werden sich erinnern, früher so eine App gegeben, Facebook hat die geheißen. Mhm. Das ist ja mittlerweile so wie ein Friedhof, oder? Laufst du durch und schaust all die toten Profile an. Und ab und zu gehe ich aber dort rein, weil mir Facebook so schöne Erinnerungen reinspielt, oder? Heute vor 5 Jahren, heute vor 8 Jahren und so. Und habe ich heute eine Erinnerung gehabt, genau heute, vor 12 Jahren, habe ich in Zürich im Escherwies Club den David Hasselhoff angesagt. Okay. Ernsthaft? Also auf der Bühne? Auf der Bühne, ja. Also er hat ein Konzert gegeben in diesem Club und ich habe ihn angesagt. Aha. Und für das muss man wissen, ich bin wirklich aus tiefstem Herzen David Hasselhoff-Fan. Das überrascht niemand. Ja, also, Also jetzt ohne jeder, oder? Also früher immer alle Knight Rider-Folgen geschaut, oder? Dann später Baywatch aus Gründen, oder? Laufst du drum heute ein bisschen langsamer? Das ist jetzt schon das zweite Mal, herzlich. Ja. So, und auf jeden Fall, zwei, die ich kenne, haben dort immer so einen 90... Ja, lach nur. Es werden mehr. Haben dort so eine 90er-Jahr-Party mal organisiert und dann haben die irgendwie ein Jubiläum gehabt und haben sich selber quasi geschenkt, dass der David Hasselhoff an dieser 90er-Jahr-Party auftritt. Und das macht er, das ist ein Club, vielleicht so 500-600 Leute. Und der Kunde macht das Clubkonzert, er singt 3 Lieder. Zweimal davon «Looking for Freedom». Und auch über seine eigene CD rein. Also sie lassen einfach die CD laufen und er singt dazu. Also es ist keine Band, er hat kein Playback, sondern einfach zu seiner eigenen Stimme. Und hat er gesagt, ja, schaut, wir brauchen jemanden, der ihn ansagt. David Hasselhoff wünscht, dass er angesagt wird. Kannst du das machen? Er hat gesagt, überhaupt kein Problem. Hat dann aber nachher gerade einen Zusammenbruch gehabt, weil ich trifft David Hasselhoff, oder? Und dann bin ich raus und hat gesagt, ja, am 9 Uhr geht's los. Und da war am 9 Uhr noch nie nicht gewesen, gell? Am 10 Uhr war er noch nicht rum gewesen. Im Club wird es langsam ein bisschen unruhig, oder? So nach jedem Song, wo der DJ wieder ein neues Lied laufen lässt und Joe nicht anfängt, so ein bisschen ungute Stimmung in diesem Club rein. Und dann irgendwann um 10:30 trudelt rein, oder? Die Stimmung wird immer schlechter. Um 11 Uhr sind wir dann endlich hinter der Bühne gestanden, über 2 Stunden spät. Und dann hat es geheißen, schau jetzt kommt ein kurzes Intro. Und nach dem Intro gehst du raus und sagst ihn an. Ja, kein Problem. So. Jetzt kommt das Intro. Zuerst nebelt es mal die ganze Bühne komplett ein. Dann so ein roter Laufscanner wie vom Knight Rider, vom Kid. So. Dann Knight Rider Musik. Licht, oder so Strobos. Nur so ein Stück. Alle Leute drin. Hoff, 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 hoff. Die sind verstört, oder? Nebel, Licht, der Scanner, Musik, ein Zeug, oder? Jetzt kommt als nächstes endlich der David Hasselhoff. 2,5 Stunden spät. Ja, er kommt endlich raus, oder? Und dann sagt er mir, jetzt musst du ihn rausgehen ansagen. Ja gut, dann bin ich dort raus, im Nebel raus, oder? Und dann sehen die ja nur meinen Umriss, oder? Und haben das Gefühl, ich sage den Hasselhoff, oder? Eskalieren noch viel mehr, hoff, hoff, hoff! Dann ist das Intro fertig, das Licht geht an, ich stehe so dort. Ich habe nur noch Bierbecher zu fliegen kommen. Pui, pui, ich schaue an. Entdeckung kam, habe nur noch gesagt, jetzt David Hasselhoff! Und bin raus. Und er kommt raus in einer Selbstsicherheit, zuerst mal «Looking for Freedom», gell? Und der Saal hat brennt. Riesig. Schön. 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 Auch sehr interessant, wie du dich im Nebel gezeichnet hast. Was hast du gefühlt? Ist jetzt das schon das dritte Mal, oder? Das dritte Mal, wird jetzt das Minimum. Ja, bleibt jetzt das so? Das läuft weiter. Okay. Will ich aber in Acht nehmen mit so einem Dialekt an deiner Stelle? Hm? Was ist los? Die Ostschweiz ist im Haus. Ja. Ja. Wegen der Ostschweizer haben wir das Licht brennen lassen, sonst hätten sie Angst.
Ja bitte, Aaron, wie geht's denn dir? Bist du froh, sind wir im Hellen? Ja, lieber, ich bin froh, haben wir Licht. Nein, mir geht's gut. Ich will genau so kleine Erinnerungen, oder? Unser Sohn ist letzte Elfi geworden gerade. Und dann zeigt es da so Fotos an von früher. Dann siehst du so die Fotos, die noch klein war. Und dann denkst du darüber, leck, die Zeit geht so schnell vorbei. Und boah, wie das alles so läuft und die Kinder und so. Aber mein Problem ist ein bisschen, mit diesen zwei kann ich nicht über Kinder reden, das sind keine Kinder. Und ich finde auch, man belästigt die Leute nicht mit seinem Kinderkram. Oder? Danke vielmals. Ja. Ja? Ja, ist wahr. Mit Kind ist es ein bisschen wie mit Geschlechtsteil, oder? Man zeigt nicht ungefragt Fotos und redet dann drüber. Also, redet man zuerst drüber und zeigt dann Fotos, oder? Unter Umständen, es gibt die, oder? Also, ich weiß nicht, findet ihr auch, oder? Wer hat Kinder da? Kann ich mal ein paar Hände gesehen? Hä? Ja? Also die eigenen. Nicht die im Keller unten. Da wäre jetzt der falsche Zeitpunkt. Oh Gott. Jetzt so aufheben, so. Ah, ich bin nicht allein. Es gibt noch mehr, Derek. Schön, endlich mal austauschen. Klopfen sie bei dir auch so an Radiator. Oh Gott. Aber man muss, gell? St. Gallen ist sehr nah an Österreich. Das ist... Ja, ich sage nur, ich glaube, Kinder führen ist sehr eine einsame Geschichte. Ja, hoffen wir es. Da bin ich sehr einsam. Nein, aber ich verstehe es. Also, Kindersachen gehören ist auch sehr mühsam. Ich meine, ich weiss das. Ich bin ja mit meinen Kindern einmal auf dem Spielplatz und dann hörst du die Gespräche. Das ist einfach unter aller Kanone. Unser Miro kann sich noch nicht drehen. So. Ja, macht nichts. Schau um. Erwachsene können sich drehen. Er kann es irgendwann. Ist überhaupt kein Problem. Es hat nie eine Situation gegeben, dass irgendwie einer neu eingestellt worden ist und dann so der Personal. So. Schön sind wir hier zusammengekommen. Das ist der Miro. Top qualifiziert. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso das am Boden liegt. Er kann sich noch nicht drehen. Nein, passiert nicht. Wird nicht passieren und ist noch nie passiert. Aber man taucht als Eltern, oder? Wenn du Kind überkommst, tauchst du in so Welten ein, die du nicht kennt hast vorher. Und passieren einfach sehr weirde Situationen. Laufe ich so am einen Tag, am einen Morgen, laufe ich mit dem Kinderwagen durch die Stadt. Wirklich kaputt, geschlissen bis zum geht nicht mehr. Bleich, weißt du, irgendwie so eine strenge Nacht hatte, irgendwie der Kleine irgendwie achtmal gekommen, oder? Und das Kind hat auch noch geschrien. Niederst! Sorry. Ist das Rekord achtmal, oder? Nein. Respekt! Also, irgendwie bin ich Vater geworden. Oh, voilà. Schatz, ich habe einen Eisprung. Was willst du, gell? Jedenfalls, oder? Ich laufe mit dem Kinderwagen vorbei. Völlig ausgeleert. Völlig leer. Dort definitiv, ja. Mit dem... Abgemolken. Gott. Auspresst. Lauf mit dem Kinderwagen durch die Stadt. Wobei, es war mehr ein Rollator, so ein bisschen beschwert durch ein Kleinkind vorne dran. Und dann kommt mir einer entgegen, der etwa gleich ausgesehen hat wie ich. Ein Dude, bleich, völlig geschlissen. Lauf mir entgegen. Und dann kreuzen wir uns und dann passiert das Männlichste, was passieren kann. Wir nicken uns zu. Als hätten wir einen Tesla. Urpeinlich, als fahren wir Töpfen. Ja, ich weiss, wie du dich fühlst. Frauen würde das nie passieren, das ist nur peinlich. Das ist so. Oder gell, sagt mal irgendwie Untersuch bei der Gynäkologin, oder? Die Frau schwanger. Ultraschall, okay, gehen wir dort hin. Ultraschall, geil, das werden die Kinder anschauen. Mega spannend. Kommen dort ins Wartezimmer. Kommt die Assistentin und sagt meiner Frau, ja, soll bitte mitkommen. Wir müssen noch ein paar Voruntersuche machen, Puls nicht. Ja, ist gut. Ich hocke dort mit dem Heftli im Wartezimmer. Allein. Bei einer Gynäkologin. Und dann passiert natürlich das, was muss passieren, es kommt eine andere Frau rein und nimmt Platz. Und schaut mich mit so Augen fragend an.
Und ich verstehe es ja. Was denkt ihr, was macht der Auto? Und mein Hirn ist so, was sagst du jetzt? Und mir fällt nichts besser sein, als zu sagen, mal, die Hormontherapie läuft super. Ja. Die Operation ist gut gegangen, nur den Bart müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Voilà. Unfassbar. Oder Geburt zum Beispiel. Okay, ist ich glaube, okay. Das lange für heute und danke vielmals. Wie geht es denn dir, Stefan? Ja, hey, mir geht es super. Ich habe mega Freude, dass wir da sein. Ich habe vor allem Freude, dass ich noch da bin, weil ich habe letztes Wochenende, zwar erst 37, gleich schon fast meinen ersten Herzinfarkt gehabt. Okay. Und zwar ist etwas passiert. Ich bin in Ausgang gegangen auf Zürich und das mit Leuten, die ich gewusst habe, okay, wir werden ordentlich trinken. Ja. Also bist vernünftig, bist ja jetzt 37, bin mit dem Zug gegangen. Hinfahren, kein Problem. Irgendwann um 2:30 bin ich retour gefahren. Jetzt das Problem bei mir ist, wenn du vom Bahnhof zu mir heimlaufst, hast du 3 Wegoptionen. Der erste Weg, der geht etwa eine Viertelstunde, da laufst du komplett durch den Wald. Der zweite Weg, da laufst du eine halbe Stunde, dann laufst du etwa 5 Minuten durch den Wald. Oder du nimmst den dritten Weg, alles rundherum, da musst du nicht durch den Wald laufen, aber es geht eine Stunde. Mhm. Ich war nicht mehr im Zustand, wo ich mir zugetraut habe, nur eine Stunde zu laufen. Und dann dachte ich, jetzt bist du 37, jetzt nimmst du mal deinen ganzen Mut zusammen. Und habe mich für Variante 2 entschieden. Ja. Yeah! 5 Minuten durch den Wald. Ja, musst du zuerst mal machen. Mutig, ja. Ich muss dazu auch sagen, ich war wirklich ungeschützt, ich habe meinen Kampfhund nicht dabei gehabt. Und auch einfach so als Grundinformation vorweg, Spoiler Alert, es ist keine gute Idee, durch einen dunklen Wald zu laufen und gleichzeitig den Podcast Zeit Verbrechen zu hören. Es hilft nicht. Ja. Dann bin ich dann so in den Wald reingekommen. Am Anfang eben, hast du da bis zum Wald hin noch Lichter gehabt, Strassenbeleuchtung und so. Dann habe ich das Handy zurückgenommen, die Taschenlampe angenommen, so auf ins Abenteuer, bin dort reingelaufen. Nach etwa 2 Minuten sehe ich da, wo jetzt etwa so 3-6 wäre, sehe ich so einen dunklen Fleck. Denke so, das ist aber komisch. Bin ein bisschen näher angekommen. Dann habe ich gedacht, gut, für einen Ast ist es relativ breit. Vielleicht ist es ja ein Tier. Ja, vielleicht irgendein Wildsau, wo abgelegen ist, keine Ahnung. So. Und dann kommt es zu dem Moment, wo mein Lichtkegel auf das schwarze Objekt trifft. Und dann liegt dort, Kopf nach unten, ein Mann am Boden. Einfach mitten im Wald, auf dem Kies, so liegt ein Mann dort. Und ich kann dir nicht sagen, was das mit dem Körper macht. Das ist wirklich ganz, ganz komisch. Es passieren so völlig konträre Sachen. Also, du hast einen extremen Fluchtreflex, du willst eigentlich nur noch wegrennen. Gleichzeitig bist du aber wie gefreezed, du kannst dich wie nicht mehr bewegen. Es wird sehr heiß und läuft gleichzeitig kalter Rücken durch ab. Und dir gehen Fragen durch den Kopf, wie zum Beispiel, wer ist das? Warum ist er dort? Und vor allem, wo ist der, der gemacht hat, dass er so dort ist? In dem Moment sagt der Instinkt, du gut hörst, was rundherum passiert. Geht nicht, wenn du gerade einen Podcast hörst. Und die nächste Frage, die du dir stellst, ist, ja, was mache ich jetzt? Also, laufe ich jetzt einfach vorbei, weil ich habe nichts gesehen? Oder, was? Dann habe ich gedacht, ja, was ist, wenn es ein medizinischer Notfall ist? Dann bist du der Arsch, der einfach dran vorbeigelaufen ist, oder? Und dann habe ich wirklich so, bin ich mit dem Handy so ganz langsam an ihm vorbei und dann so auf Kopfhöhe so, hallo? Hallo? Und dann so, bah! Macht er die Augen auf, gell? Ich einen halben Meter den Satz hindere. Und wir haben uns beide so angeschaut, kurz nichts gesagt und beide haben, glaub, genau das Gleiche gedacht, will der mich umbringen? Und dann bin ich als Erster so, alles okay? Und er schaut mich an und sagt, ja, ja, ich brauche nur eine Pause. So, also, gute Nacht, he? Weitergelaufen. Und in dem Moment, wo ich an ihm vorbeigelaufen bin, geht der nächste Mindfuck los, denke ich so, was, wenn das ein Trick war? Ja? Was, wenn der jetzt aufsteht und mich von hinten runterschlägt? Ja? Und in dem Moment, wo ich das denke, höre ich, wie er nochmal ruft. So, hallo? Und ich glaube, Puls wieder da oben. Zuerst, weißt du, so das Handy, so, kann wirklich, das kommt dann gerade der Schlag oder so. Dann habe ich gesagt, nein, er liegt immer noch dort. Dann schaut er mich so an und sagt, bist du nicht der vom Donnerstagjass?
Dann bin ich gerannt. Das tönt jetzt sehr dramatisch, wenn du das so sagst, oder? Ist es gewesen? Ja, natürlich. Aber gell, er hat ja gesagt, ich brauche Pause. Vielleicht war es ja auch einfach ein müder Vater gewesen. Ja, das kann natürlich sein. Da ist auch der Wald mal okay. Ja. Mich würde wundern, wie der müde Vater die Geschichte aus seiner Sicht erzählt, oder? Ich meine, der hätte vielleicht einfach nur ein Schläfchen machen, der hat vielleicht nie gesehen, einen strengen Tag gehabt. Wer weckt denn den Büsser? Oder? Der ist ja omnipräsent, oder? Macht er irgendwie die Schweizer studiert auf den Büsser? Schaltet den Fernseher, den Büsser. Schaltet das Radio, den Büsser. Wollt ihr den Schlaf machen, wer weckt mit den Büsser? Also, das ist schon ein bisschen penetrant, Stefan. Ja, ja, okay, okay. Vor allem Kanäle. Alle Kanäle. Ja gut, also, ich laufe jetzt künftig wieder eine Stunde. Auch in jeglich möglichem Zustand. So. Ja gut, wenn wir das geklärt hätten, würde ich sagen, komm, wir gehen rein in die heutige Podcast-Ausgabe. Normalerweise reden wir an dieser Stelle, wenn wir ja im Studio sind, über die aktuellen Ereignisse der Woche. Jetzt für du haben wir gesagt, gut, tun wir den Horizont ein bisschen erweitern. Da zum Beispiel haben wir eine Meldung von 1291. Männerabend eskaliert. Gründung einer Eidgenossenschaft. Das Trinkgelage von 3 Innerschweizern endet in blutigem Aufstand. Ja, vielleicht haben das mitbekommen, am 1. August 1291 haben sich 3 Herren im besten Alter zu einem Schwur getroffen und haben die Schweizer Eidgenossenschaft gegründet. Was ich nicht verstanden ist, dass sie sich am 1. August treffen, oder? Weil dort hast du ja eigentlich Brunch. Da hast du ja, also... oder? Hm? So. Nein, das macht ja genau Sinn. Das ist ja am 4. Da haben alle frei. Das ist ja am einfachsten, um dann zusammenzukommen, ja, oder? Ja, stimmt. Ja. Was ich nie verstanden habe bei dem Schwören, wieso die 3 Finger, sind das alles Schreiner gewesen? Oder was ist das Ding gewesen? Ja, ja. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, oder haben sie gesagt? Das hat noch niemand gegendert. Ja. Hat das funktioniert? Und dieser Tradition ist man in der Innerschweiz treu geblieben. Das stimmt, ja. Das waren schon eine geile Zeiten, oder? Du hast dich einfach treffen, hast irgendetwas geschwört, geschworen, geschwurbelt. Geschwurbelt. Ja. Geschwabbelt. Da klatschen dir, wie soll man sagen? Und nachher können wir raten, Freitag können wir noch ein Foto machen. Aber wie soll ich eigentlich klatschen? Wisst ihr was? Du verstehst, dass sie haben nicht gesagt, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen. Muss man verstehen. Willst du mein Fettli an? So, Panoramabild. Anyway, also damals hast du einfach irgendetwas schwurbeln und dann hat das wie gegultet. Dann war es einfach so, oder? Mhm. Heute musst du irgendeine Initiative machen, dann gibt es noch 4-mal Referendum, dann musst du 6-mal beim Protz in der Arena streiten. Am Schluss wird der Gegenvorschlag angenommen. Nein, geschwurbelt haben sie nicht. Es gibt nur eine Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit unserer Landesgründung. Und das ist ja, die sagen tatsächlich eigentlich 4 gewesen. Was? Ja. Und wo ist der 4 gewesen? Was denn? Das ist das Eichen oder so. Ja. Ja, ich meine, wer kennt es nicht? Bist mit 3 Kollegen im Ausgang, gehst schnell aufs WC, kommst zurück, schon haben sie das Land gegründet. Das ist mir schon 2-mal passiert. Ja, ja. Wer kennt es nicht? Ja. Gut, aber wieso haben sie den nicht dabei haben? Der 4? Ja. Er war ein Basler gewesen. Ah. Ja. Ah. Ja. Das ist lustig, die ganze Tour hat das, was immer gesagt, das war ein Zürcher gewesen. Hat dich nicht verraten? Du musst mir doch jetzt nicht verraten. Also, hast du gefragt, ob es Basler da hat? Oder? Ja, ja. Mutig, ja, ja, hat's, natürlich. Ja. Sich da. Aber komm, wir gehen zuerst jetzt wieder geografisch in die Innerschweiz. Sind ihr schon mal auf dem Rütli gewesen? Ja. Weil das ist ja wirklich der dümmste mögliche Ort, zum Ankommen. Also, du kommst nicht an. Macht keinen Sinn, dort völlig dämlich. Wäre gescheiter zu Luzern auf den Schwanenplatz. Ja. Dann fährt ein Bus an, musst nicht mit dem Auto kommen. Kannst nachher trinken, wäre perfekt. Aber stell ich mir auch lustig vor, wie die 3 nach dieser Landesgründung sind, die sicher noch eins trinken, oder? Und dann betrunken heim, oder? So. Schatz, es ist verschlossen. Wir haben ein Land gegründet. Hast du wieder getrunken? Ja, wir haben ein Land gegründet. Die hat dem kein Wort geglaubt, oder? Ach, wir haben ein Land gegründet. Du schläfst nicht auf dem Sofa. Kann ich genau vorstellen? Nein, jetzt muss schlafen. Wahrscheinlich so. Aber man kann festhalten, es ist unglaublich, was 3 Männer allein erreichen können. Aber genug von dieser Tour. Wir kommen zum nächsten Thema. Wutbürger schießt auf eigenen Sohn. 48-jähriger Armbrustschütze in Altdorf festgenommen. Vielleicht erinnert ihr euch, der WT aus A. Kein Name.
Er hat ja fast seinen Sohn verschossen, wobei man muss aufpassen, es ist ein laufendes Verfahren, es gibt noch kein Urteil, außer natürlich auf Twitter. Natürlich, ja. Und auf YouTube, weil der Tell wäre ja heute permanent auf YouTube, oder? Jeden Tag einmal live, oder? Auf seinem YouTube-Kanal, Telstar, oder? Die Eltern erinnern sich, ja. Ganz korrekt ist das nicht. Wieso? Ja, auf YouTube, da kann er nicht die ganze Wahrheit erzählen, oder? Aha, ja, gut, ja. Klar. Für den hat er Telegram, dort erzählt er alles, oder? Ja. Zum Beispiel, für wer der zweite Pfeil war. Voilà. Ja. Auf Telegram habe ich auch gelesen, dass der Tell eigentlich aus Kostengründen ja hat wollen den Walterli verschiessen, aber den Äpfel getroffen hat. Also, eigentlich eine sehr, sehr späte Abtreibung. Ja. In der Innerschweiz habe ich das erwartet, aber da. Nein, das wissen die nicht. Ich bin ein bisschen älter als ihr zwei. Ich war auch dabei. Und damals war ein Äpfel ja wahnsinnig viel wert. Oder? Der hat zum Beispiel viel mehr Wert gehabt als sagen wir, zum Beispiel so ein 12-Jähriger. Oder? Der hat eigentlich hätte er müssen den Walterli auf den Äpfel setzen und dann den Walterli vom Äpfel schiessen. Das wäre richtig sein. Dann hat man auch Kindersaft gemacht. Wie, die Kindersaft? Statt Äpfelsaft? Ja, Kindersaft. So als Kind? Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Klöpfkind, ja. Klöpfkind. Wenn du es genug lang stehen lässt, ist es nachher mit Alkohol. Ja. Mit Rimus stoßt der Dalia. Sie hat es schon viel davon getrunken. Aber stell dir mal vor, der Tell wäre damals wie so heute, oder, so ein Reality-Star gewesen, oder, wo irgendwie dann bei den Auswanderern oder so, wo dann Mona Fetsch am vorbeigeht, um zu fragen, wie es so läuft. Oder er wäre so gewesen wie Schönbächler zum Beispiel. Ja. Oder? Stell dir vor, der Wilhelm Tell wäre wie der Schönbächler, oder? Und genau bei dieser Szene wäre er dabei gewesen, oder? Dann hätte er nachher den Äpfel auf den Walti aufgetan. Danach hätte er geschossen, oder? Dann hätte er aber dummerweise den Walti getroffen. Dann so, ja, Walti! Er hat gesagt, sollst du gerade haben! Der Walter mit dem Pfeil im Kopf. Und ein Jahr später geht Mona wieder vorbei. Schauen, wie es dem Pfeil geht. Am Teil seiner Geschichte ist so maximal wird, dass der Dude auf unserem Fünfliber ist. Eine Romanfigur ist einfach auf dem Fünfliber. Ein Deutsche noch dabei. Ein Deutscher hat es noch geschrieben. Wenn es wenigstens der Globi wäre oder der Papa Moll. Das sind auch Romanfigur, am meisten Schweizer. Globi auf dem Fünfliber. Was kostet es, ein Globi? Ja. So, ja. Ja. Ein Schneck, im Fünfliber ist ja ein Schneck. Ja. Also müssen Schneck drauf haben. Hä? Eigentlich müssen Schneck. Man sagt ja auch nicht ein Tell. Ein Tell, ja, ein Tell wäre. Aber es war eigentlich schon klar, warum der Tell den Hut vom Gessler nicht hat wollen grüßen, oder? Was? Ja, weil er heisst ja Wilhelm und nicht Wilhut. Ihr kennt den Podcast? Wow. Der gehört dann Andy vom Podcast. Ja, wäre vielleicht einer für ihn. Wow. Okay. Okay. Wir machen die nächste Meldung. Plagiatsaffäre um Christoph Kolumbus. Hat er Amerika gar nicht entdeckt? Ermittlungen gegen den Kapitän laufen. Ja, vielleicht haben das auch mitbekommen. Der Christoph Kolumbus war jetzt nicht der mit dem besten Orientierungssinn, aber er hat sehr gekonnt überspielt. Ja, es ist einfach sehr viel Mansplaining in dieser Geschichte drin. Oder? Er ist so dort angekommen, das ist Indien. Und die Ureinwohner so, nein, doch, doch, Momol, ihr seid Indianer. Nein, Momol, das ist Indien, komm. Er ist so überzogen gewesen von sich selber. Oder? Das ist so ein typischer Fall von, ein Mann sagt, ich kenne da eine Abkürzung. Dann weisst du, jetzt dauert es länger, oder? Ja. Merkst du, wie nur die Hälfte vom Saal lachen, oder? Schon ein bisschen so. Dabei hätte es ja eigentlich können merken, oder? Ich meine, seit die in Portugal losgesegelt sind, hat es Navi gesagt, bitte wenden, bitte wenden. Ja gut, aber weißt du, irgendwann ist so der Point of No Return überschritten, oder? Ja. Dann bist du ja stürms, kaputt, durchgefahren, die halbe Mannschaft ist tot. Dann kannst du nicht anstehen und sagen, ja, lustige Sachen. Wir sind da irgendwo falsch abgebogen. Ja. Ich hätte den gerade aufgeknüpft. Ja. Ja, dann musst du musst einfach selbstsicher sein. Oder? Selbstsicher in dem Sinn auftreten. Das ist wie einer, der jetzt sagt, ich gehe jetzt, sagen wir, auf Spanien in die Ferien, fahre da zu Zürich los oder an irgendwo im Wattland halte an einer Raststätte an. Buenos dias! Una cerveza, per favor! Ja, super, oder? Gar nicht. Gut, gell, er hat ja irgendwie 4 Schiffsreisen gemacht, total nur 4 Schiffsreisen. Ja. Auf diesen 4 Schiffsreisen hat er 9 Schiffe verloren.
und mindestens ein Land falsch angefahren. Minimum, oder? Das ist nicht einmal so ein guter Kapitän. Nein. Wirklich nicht. Und er hätte ja eine fünfte Reise machen wollen. Ja. Hat aber keine Crew mehr gefunden, weil er so einen schlechten Ruf hatte. Jedes Mal, wenn er irgendwo gesagt hat, ich brauche noch Crew. Oh, Columbus, leider Westend, tut mir leid. Ganz schwierig, oder? Günther Columbus, Columbus. Was man dem Columbus sagt. Ali, der ist ja ein Portugies. Colombo, ja, hat der geheißen. Colombo? Ja, wieso sagen alle Columbus? Wir sagen dem Jesus auch nicht Jesus, oder? Vielleicht sollten wir anfangen damit? Ja. Christoph, was wäre Jesus? Ja, Jesus, Christoph. Je nachdem. Muss man überlegen. Kommt darauf an, welcher Partei das mehr ist. Dann, ja, dann ist der Jesus der Christoph. Gut, die machen es nicht unter Gott. Also ja, das natürlich nicht. Muss man mal überlegen, in dieser damaligen Zeit, oder, wie unfassbar grusig das auf diesem Schiff war. Ja. So. Ja, ja, und die haben ja alle Krankheiten in die Welt rausgetragen, oder? Irgendwie so, keine Ahnung, Grippe, Mumps, Masern, St. Galler Dialekt, volle Programm. Gell? Wobei, also, das Prinzip ist ja jetzt nicht neu, oder? Also, Krankheit im Tausch gegen wirtschaftliche Abhängigkeit, das kennt man da jetzt vom Strassenstrich. Absolut, ja, ja. Ah, Betroffene, wir sind in der Nähe von der Langstrasse. Ja. Prostitution finde ich nicht gut. Komm, wir machen noch die nächste Headline. Kein Anschluss für Erfinder des Telefons. Alexander Bell. Der einzige Besitzer eines Telefons erhält keine Anrufe. Komisch, mag daran liegen, dass es doch 3 Jahre gebraucht hat, nachdem der Alexander Bell ein Telefon erfunden hat, bis ein zweiter ein Telefon hatte. Und dann hat es natürlich können zusammen telefonieren. Ja, und irgendwann war es wirklich der Moment, wo er den allerersten Anruf macht, wählt so eine Nummer und dann kommt so: Für Deutsch drücken Sie die 1. Nein, nein, als erstes ist natürlich gekommen, dieses Gespräch kann zu Qualitätszwecken aufgezeichnet werden. Fix. Gut, er hat ja nicht lange Freude an seiner, also er hat nicht lange können Freude haben an seiner Erfindung, oder? Er hat es erfunden und dann hat es gerade mal seine 16-jährige Tochter für 3 Stunden besetzt. Voilà. Danke. Nein, aber es hat ja gar, also hat irgendwann den Moment gegeben, wo ein Mensch, wahrscheinlich der Alexander Bell, das allererste private Telefonat gemacht hat, wo er wirklich die Hörer hat. Und dann hat er angerufen, logischerweise der Mutter. Also, ja. Oder? Du schon Mami an, so, um zu zeigen, was du geschafft hast, oder? Sagt, ah, da ist Alexander, hoi Mami. Ja, Leute, schau wieder einmal an. Kann man es gerade vorstellen? Fix. Ja, Alexander Bell, wir finden vom Telefon, dem sind wir natürlich dankbar. Ja. Aber der John Roaming, das ist ein Arschloch. Ja. Den haben wir nicht gern. Nein. Gut, aber ich kann euch sagen, wenn so neue Technologien kommen, das sind ja immer, Zauhunde sind ja immer zuerst, die nutzen. Egal bei was, oder? Beim Internet sehen wir es jetzt, Metaverse, oder? Da ist da nicht anders gewesen, oder? Die haben da zwar keine Dickpics können verschicken, oder? Aber die haben sich sicher beschrieben. Die haben sich doch am Telefon beschrieben. Nein, lass mal, ja. Ja, so ein bisschen nach links. Hörst du mich? Ja, er glänzt, ja. Ja. Na, wieso nicht? Nein, wieso soll jetzt bei dieser Technologie die Romantisierung? Komm, hör. Nein, das, damals war mir nicht so hardcore drauf. Jetzt sind Sachen entstanden wie: Nein, du hängst zuerst auf. Nein, jetzt hängst du aber zuerst auf. Nein, du hängst zuerst auf. So ist es gewesen. Du hast gar nicht aufgehängt. Gott, wir sind zu fest drüber, wirklich. Also, komm, einmal dich haben wir noch. Erstflug nach nur 53 Metern gecancelt. Sind die Gebrüder Wright zu Recht Opfer von Flugscham? Ja. Vielleicht haben die Bilder auch gesehen. 2 Brüder aus den USA sind zum ersten Mal für einen Flug abgehoben. Gerade mal 53 Meter weit sind sie geflogen. Unfassbar. Ja. 53 Meter. Für das hätte jetzt nicht müssen den Flüger nehmen müssen, sind wir ehrlich. Vielleicht haben sie den Flug ja CO2 kompensiert. Okay, ja. Ich habe gehört, sie wären eigentlich schon ein halbes Jahr vorher ready gewesen, aber das Bodenpersonal hat noch gestreikt. Ja. Und wie immer beim ersten Mal hat es nur etwa 12 Sekunden gedauert, oder? Dafür 8 Mal. Vater! Was sicher nicht funktioniert, ist sicher das Gepäck nicht angekommen beim ersten Flug. Nein. Weil es hat ja keine Gepäckbänder gegeben, weißt du, so Band 4. Weil das war ja der erste Flug, da hast du nicht gewusst, was du nachher noch alles brauchst. Oder sie haben vielleicht Gepäckbänder zuerst gebaut und dann so gemerkt, oh, jetzt brauchen wir aber noch einen Flieger. Können natürlich auch sein. Können natürlich auch sein. Kann auch sein. Es ist auch schwierig zum Einpacken. Also, weißt, wenn du nicht weißt, wie weit du fliegst, was packst du ein? Ja, beim ersten Flug. Ja, logisch. Einfach Anzahl Tage plus 1 Ersatzunterhose. Ist ja klar.
Ja. Was? Ja, also wenn du jetzt 5 Tage gehst, nimmst du 5 Paar Unterhosen plus einen Ersatz. Okay. Doch. Bin ich der Einzige, oder was? Nein. Voilà. Ausser du gehst jetzt in ein Land mit einer, sagen wir mal, zwiespältigen Ernährungsgrundlage, oder? Dir ist 2 Ersatzunterhosen. Voilà, gut, dann... Oder nur Ersatzunterhosen. Jetzt wird's tricky. Vielleicht, ja. Was ja sehr praktisch war, ist, dass gerade ein Tag vor dem Erstflug ist ja gerade noch der Tomatensaft erfunden wurde. Aber schwierig sie zum Trinken wahrscheinlich, ja. So bei 53 Metern. Ja, und auch fast kannst gerade die erste Unterhose anlegen. Ja. Und auch fast keine Zeit zum Reservieren, den Tomatensaft. Stell dir vor, du bist so auf dem Erstflug so mit dem Lederkäpper, mit der Brille hochkonzentriert, dann kommt sie so, grüezi sie. Was wollen sie trinken? Nein, zuerst so, English or German? Ich bin auf dem Erstflug. Duty free. Ja. Ja, er ist gelandet. Schau mal, Schatz, ich habe Zigaretten gekauft. Bitte sind meine Karten zu? Wir können nur mit Karten zahlen. Ja. Oh yeah. Ja gut, aber gell, von uns drei bist ja du irgendwie, du bist so der Aviatik-Experte-Liebhaber, oder? Was? Oh, sehr schön. Aviatik-Experte-Liebhaber. Wie viele Punkte gibt das im Scrabble? Viel. Er geht einmal in den Keller runter, weiss der Geier, was er dort unten macht. Ja, vielleicht ist er Fan von Aviatik-Experten. Ja, er ist ein Liebhaber von Aviatik. Ja. Nicht von der Aviatik. Nein, findest du Aviatik cool? Nein. Aber der Experte. Hat er so ein Heftchen mit so Aviatik. Schau mal. Panini-Album. Ja, das stimmt. Ja. Da haben wir den Kalender. Ja. Das ist der Bruno. Er schafft das Mailand im Tower. Was für ein Aviatik-Experte. Der kann auf den Mr. Mai, oder? Ja, der Mai. Er ist Planespotter in Klot. Ja. Er hat gerade das Bild vom Jahr geschossen. Er hat so ein Objekt. Aviatik-Experte liebhaber, ja. Stefan Büster. Also gut. Oh nein, schau. Du, wenn ihr Aviatik-Experte seid, hit my DM. Nein, von uns drei spielen bei einem Flugsimulator. Ja, ja. Nein, er spielt den Flugsimulator. Oder? Hast du die Strecke schon mal geflogen? Nein, ist mir zu kompliziert, um den Hund anzumelden. Ja, Ja. Ist immer ein Zeug, gell? Ist immer ein Keibenzeug. Ist übrigens sehr komisch, ohne Hund neben euch zu sein, weil Foxy ist ja eigentlich auch Teil des Podcasts. Absolut, also auch der größte Teil. Haben die euch auch Foxy gefreut? Ja? Wollt ihr die Foxy sehen? Ja, also komm, dann holen wir sie. Okay. Komm, Foxy. Du bist gerade gelaufen für uns. Ja, ja, wo bist du? Komm da. Ja. Oh. Gehen wir. Willst du da bleiben? Willst du zu mir kommen? Michael und ich sind an der Bar. Ja, wir gehen. Oh. Fichsli. Mit uns redet er nie so nett. Nein. Ich darf auch nie auf seine Schoß. Du nicht? Ja, nein, aber die Oberschenkel würde wahrscheinlich auch brechen. Ja, schau mal. Yeah. Sie ist so eine Treue. So eine Treue? Nein, sie ist nicht treu. Er hat eine Leine. Aber sie ist sein bester Freund. Nein! Du. Das ist nicht sein bester Freund. Legt mal euren besten Freund alleine an. Dann schauen wir, wie lange die Freundschaft gibt. Das, was man hier sieht, ist Stockholm-Syndrom. Ja, ja. Ganz blöd, ich muss nicht hören, gell? Gib mir zu essen! Lass mich nicht allein! Aber ist Fox eigentlich, kann man sagen, ein Flughund? Ja. Also, weißt du, so. Gang tief! Buccaneers! Hast du das mal probiert? Also, nein! Vielleicht hört ihr das Talent. Sie sieht ein bisschen aus wie der Flughund aus der unendlichen Geschichte. Wie heißt der Foucault? Der Foucault. Ja, voilà. Die Eltern unter uns erinnern sich. Nur nicht so rot. Ja, nicht so rot, ja. Ja. Ist das Lieblingsgröße? Ja. Ja, und nein, wer weiß, was sie machen würden, wenn sie die Tür fallen bedienen, gell? Ob sie bleiben oder nicht. Sie will abfliegen. Ja. Ganz gemeine.
Aber Fliegen ist ja nicht nur mit dem Hund kompliziert. Oder? Man stellt sich ja so ein bisschen romantisch vor, Fliegen. Aber mittlerweile musst du ja was, 2-3 Stunden vorher am Flughafen sein. Mm. Toll. Und dann am Check-in anstehen, an der Sicherheitskontrolle anstehen. Und dann nur schon bis dort durch bist. Ich bin mal von Stockholm-Syndrom. Von Stockholm. Von Stockholm oben runtergeflogen. Habe ich dort einen Rucksack durch den Scanner durchgegeben, oder? Geht der durch. Und steht hinten ein riesen Viech von einem Security. So. Ja, ist gut, Kleibi. Also, Penja! Also, ein bisschen gut. Also, der Kleibi, also, Entschuldigung, ich habe so noch nie meine Hand in Ihren Arsch gesteckt. Wer weiß, wie der Kleibi angefangen hat? Es war aber ein Schäfer, muss man sagen. Hat ihn dann aber nicht so gut aufgebracht. Immer hinter dem Schäfer. Da ist aber nur der Park gerannt, Chef. Ein bisschen so, hör auf. Das ist ein verdienter Schweizer Comedian. Ja, ja. Und der Kleber ist auch lustig. Oh, shit. Jedenfalls ist der Rucksack. Oh, Gott. Riese Security, oder? Zeigt auf meinen Rucksack und sagt, Schraubenzieher. Was, Schraubenzieher? Schraubenzieher! Nein, was Schraubenzieher? Da hat es einen Schraubenzieher drin. Nein, da hat sicher keinen Schraubenzieher drin. Reißt mir den Rucksack aus der Hand, macht ihn auf, geht drin gusseln und zieht so ein Viehwerk-Schraubenzieher-Set raus, das ich irgendwann mal vergessen habe. Und sagt, da, eben. Und ich so, oh, excuse me. Was macht er jetzt? Holt er die Polizei, rührt er es weg. Nein, er steckt es mir wieder in den Rucksack, schränzt den Rucksack zu und sagt, da, gang. Nur weil er recht hat. Dort drin hat es so eine Aale, so eine schön spitzige Aale. Habe ich schön im Flieger reinnehmen können. Krass. Wir sind dann auch seidenfein in Mogadischu gelandet. Das ist herrlich, wie weit das kommt mit einer Aale, ja. Habe ich nicht gewusst. Ja, vor allem, wenn sie noch mitnehmen darf, ja. Ist ja besonders praktisch. Wirklich, oder? Sicherheit von Sicherheitskontrolle. Nichts. Ich habe mal einen schönen gehabt, eine Sicherheitskontrolle in London Heathrow. Ja. Mit irgendwie, was ist anfangs 20 gewesen, da sind wir mit der Schulklasse 2 Wochen auf England gehen Englisch lernen. Das macht am meisten Sinn, wenn du das mit 14 anderen Schweizer machst. 2 Wochen lang. 2 Wochen lang. Wurde profitiert. Mega. Und das Beste war dann wirklich, du hast ja, wenn du in einer Gruppe Schweizer unterwegs bist, das Schweizerdeutsch immer so ein bisschen als Keimsprache. Du kannst es reden, niemand versteht es, ist perfekt. Und das machst du dann auch in Situationen, wo es angebracht ist. Und dann ist eben bei der Sicherheitskontrolle ist das passiert, was immer passiert ist, weil ich habe ja immer einen Inhalierer mitnehmen wegen meiner Krankheit. Die narzisstische Fibrose? Das ist doch das, was du hast, oder? Zystische Fibrose. Ah, heisst das narzisstische Fibrose? Nein. Ah, Entschuldigung, ich habe gemeint, es heisst narzisstische Fibrose. Die habe ich auch ein bisschen, pass auf, es ist huren ansteckend. Anyway. Okay, ja, Entschuldigung. Alles gut. Wir haben dann dort Security, alle sind schon durch und ich musste erklären, das ist ein Inhalierer und wegen der Lungen und so, ein hoher Zeug. Irgendwann bin ich genervt gewesen, weil die ganze Schulklasse hat gewartet und ich rufe wirklich einfach in einer Lautstärke, da, ich weiss auch nicht, was die da wieder haben, sie haben glaub, das Gefühl, ich sage Bin Laden. Spoiler Alert, 2 Wörter haben sie verstanden und ich habe zum Einzelgespräch dürfen. Herrlich. Ich war auch in Heathrow diesen Herbst mit meinem Götti-Bub. Mein Götti-Bub hat komplett über den Tisch gezogen diesen Sommer, weil er hatte Konfirmation. Und dann habe ich ihm eine Prüfung gemacht und geschrieben, lieber Götti-Bub, du bist konfirmiert, wir machen zusammen einen Ausflug. Du kannst sagen, was du möchtest, oder? Der Götti macht alles mit. Und ich habe irgendwie so gedacht, so in Europa-Park oder auf der Witterparkour oder... Oder irgendwie so ein Capital Bra-Konzert oder so. Oder? Und dann noch während der Konf kommt er zu mir, während der Messe, und sagt so, na du Götti, wie gross darf denn der Ausflug sein? Ja, und ich hatte schon 3 Gläser Weissen gehabt. Und sagt so einer geistigen Umnachtung, look, also eine Woche New York liegt nicht drin, aber so ein Wochenende auf London, kein Problem. Allein die Flüge haben mit 1200 Steine gekostet. Dann sind wir in London angekommen und dann wollte er Vintage-Mode. Hm? Die.
Vintage-Mode, das ist, früher haben wir gesagt Secondhand oder Nachtreib von der Schwester, im Fall von Büssi. Ja. Und der trägt nur gebrauchte Sachen, und zwar alles Klamotten, die ich in den Ende 90er Jahren auch getragen habe. So die Adidas-Bulli, Fila-Zeug, Puma und so. Und viel zu grosse Hosen. Ja. Viel zu grosse Hosen, gut. Dann sind wir in dem Laden und dann sieht er eine Hose, da hat er zweimal Platz drin. Wirklich, unübertrieben, zweimal Platz in dieser Hose. Und dann sage ich zu ihm, schau, wir haben ja damals auch Ende 90er die breiten South Pole-Hosen angehabt und Karl Kani und der Blonder. Und die sind da auch so breit gewesen und oben. Aber am Bund sind dann die wieder eng gewesen. Bei mir. Und er sagt, nein, nein, Gott, weißt du, das muss so sein. Ich sage, okay, haben wir die Hose gekauft. Er musste sich mit dem Gürtel am Körper herbinden. Er kann nicht einfach den Gürtel zumachen, er muss wirklich, es braucht einen Doppelknopf. Jetzt Rückflug, London Heathrow, Sicherheitskontrolle, oder? Monsieur muss natürlich den Gürtel abgeben, oder? So ist er durch die Security-Kontrolle. Also durch den Metalldetektor. Läuft also durch den Metalldetektor, was passiert? Es pfeift! Security nimmt raus, dann kommen Sie mal da rüber. Nimmt mir da Zeit, dann sagt Security, machen Sie mal so. Wahre Geschichte. Der Kleine so, ich kann nicht. Ich will in die Hose. Dann schaut er ihn so an. Also, ich habe alles beobachtet, ich bin vielleicht 5-6 Meter weg. Dann schaut er so an. Und wie alt sind Sie? Ja, 15. Okay. Mit wem bist du unterwegs? Mit dem dort. Er zu mir, kommen Sie mal daher. Security, ich gehe nicht an. Ich sage, ja bitte. Schaut mich Security, schaut mich so. Dann schaut er ein bisschen wieder so. Schaut er mich wieder an. Schaut er ein bisschen wieder an. Schaut er mich und sagt, sag mal, hat der deine Hosen an? Eins zu eins so passiert. Wir sind wirklich in dieser Sekunde einfach nur noch Tränen aus den Augen geschossen. Ich kann nicht mehr können verlachen. Der Security genau gleich. Wir sind nur noch da gestanden, haben uns angeschaut. Wir haben nur, uns sind nur noch Tränen runtergelaufen. Nur noch Tränen. Und der Kleine sagt so, wir sind so doof. Der Security, wissen Sie was? Gönnt. Gönnt mit Gott, aber gönnt. Wir sind dort durch, der hätte alles in seiner Hose haben können. Und wenn ich alles sage, meine also, seine Familie wohnt jetzt seit 3 Monaten in dieser Hose. Herrlich. London Heathrow. Sehr schön. Ja, wir haben schon 9. Ich würde sagen, wir machen auch mal schnell eine Zwischenlandung draussen an der Bar, wenn ihr Lust habt, um etwas zu trinken. Wäre das Gelegenheit? Aber Mama. Oh, die Alkoholiker. Das sind die Alkohol! Das sind unsere Fans. So. Ja, nüchtern erträgt man es auch nicht. Gell? Ja, ich verstehe es. Was wir haben, ist ein Briefkasten, könnt ihr jetzt hier schauen. Und nebendran ein Fragezettel. Ihr dürft darauf fragen, was ihr wollt, zu uns, zum Podcast. Es können auch Lebensfragen sein. Die kosten allerdings dann 4,50 die Minute. Das ist das Geschäftsmodell, das wir von einem kürzlich verstorbenen Freund übernommen haben. Anyway, also fragt, was ihr möchtet, tun Sie im Briefkasten, wir beantworten zum Ende vom zweiten Teil und freuen uns nachher auch riesig auf einen Überraschungsgast, den wir heute mitgebracht haben. Trinkt etwas, das macht die zweite Hälfte viel besser. Bis gleich. Bis nachher. Das ist ein paar von euren Fragen. Es hat, man, ohne Scheiß, haben 250 Fragen bekommen in der kürzesten Zeit. Wir wirklich einfach rausziehen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was kommt, aber wir freuen uns, die nachher zu beantworten. Grüezi miteinander, kommen wir noch rein. Ja, nein, kein Stress, alles zum gut. Zum Wohl. Sind wir an der Bar gewesen? Ja, so sehen wir auch aus. Es schaut niemand, ja, ist alles gut. Cheers. Ja. So, jetzt müssen wir alle aufstehen. Das ist die richtige Frage. Oh. Ja, hey, Raul, jetzt wie noch ich mal durchdrücken. Ja. Und jetzt ist es peinlich. Oh. Oh.
So, bevor wir da dann zu euren Fragen kommen, gehen wir jetzt rein mit unserem Gast, der uns sehr fest darauf freut. Wir haben auf an jeder Station, wo wir waren auf der Tour, immer einen anderen Gast gehabt und haben uns immer eins... Bitte? Freut mich, Aaron! Jetzt ist Melanie da. Ja, ja. Schön, dass Melanie auch kommt. Aber hat eine tiefe Stimme, hat sie auch schon Hormontherapie? Bist du bei der gleichen Gynäkologin? Also wir sind mit all unseren Gästen sehr happy gewesen, mal mehr, mal weniger. Und kommen wir jetzt zu unserem Gast von heute. Wir haben uns jeder ein Wort überlegt zu unserem Gast. Da könnt ihr schon mal rätseln, dann sagen wir, wer es ist und dann wissen ihr, ob ihr recht gewinnt oder nicht. Jawohl. Was ist dein Wort da? Mein Wort ist Estrich. Ah, doch weniger. Nein, es ist eben Keller. Ah, okay. Estrich. Estrich. Was ist dein? Blinker. Was? Blinker? Blinker. Blinker? Estrich, Blinker. Blinker. Gut. Meins ist Google Maps. Okay. Okay. Gut. Recht viele Fragezeichen im Publikum. Ja, wer will lösen? Ich kaufe ein A. Zum Beispiel. Ich würde ein D kaufen, weil es fängt mit D an. Ja, fängt mit D an. Unser Gast ist männlich. Unser Gast ist die Schuld, dass wir heute machen können, was wir machen. Und für uns alle ist es glaube ich, eine Art ein Meet and Greet. Ja, für mich schon, ja. Wir sind alle unhure Fan. Wir haben riesig gefreut, dass er zugesagt hat. Bitte begrüßt den grossartigen Dr. Roger Schawinski! Nehmen Sie Platz! Stimmt, Doktor, oder? Doktor und der Freund auch noch Dr. HC. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Zum Glück sind wir nicht befreundet, dann habe ich nichts Falsches gesagt. Doktor in was? Doktor ich in St. Gallen. Doktor in St. Gallen? Doktor in St. Gallen. Ich habe gelebt in St. Gallen. Es war eine grossartige Zeit an der Hochschule. Heute heisst es die Universität St. Gallen. Und ich habe einfach irgendwann einmal das Gefühl, ich wollte nicht anfangen zu arbeiten und habe dann einfach noch den Doktor gemacht. Ja. Dann konnte ich noch länger studieren. Wer hat Doktorarbeit geschrieben? Mehrheitlich ich, ja. Okay, gut. Also wir haben uns jeden Begriff ausgedacht zu dir und sagen dir schnell, was die Herleitung dazu ist. Estrich. Mein Begriff ist Estrich, genau. Und zwar, mein Vater ist ein Stadtzürcher, oder? Und dann sind wir mit der Familie in die Ostschweiz gezügelt. Appenzellerland notabene. Und der Vater hat im Estrich eine riesige Antennenanlage reingebaut, wo er automatisch kehren konnte, dass er im Appenzellerland oben hat, Radio 24 hören konnte. Grossartig! Ja, riesig war. Und grossartig. Und das ist erstaunlich, dass ich das immer wieder höre, dass es Hunderttausende von Leuten gibt, natürlich älter als die meisten da drinnen, die das immer noch im System drin haben. Das war die erste Zeit, wo sie sich an etwas können beteiligen und haben Teil von einer Bewegung etwas können verändern in der Schweiz und vielleicht geht es sogar in die nächste Generation. Ich bin immer überrascht und auch ein bisschen gerührt, wenn ich das mitbekomme. Fühlst du dich nicht alt? Sehr alt. Zum Teil kommt es mir vor, wie wenn das in meinem früheren Leben passiert wäre. Du hast ja so viel Leben, hat man das Gefühl, oder? Du bist einfach nicht tot zu kriegen. Also, man hat immer so das Gefühl, jetzt fängt er wieder etwas an. Grauenhaft. Das ist grau. Man muss eben immer unterscheiden. Immer wenn man eine Idee hat und hier und da kommt man eine Idee, dann muss man unterscheiden, will ich sie jetzt auch ausführen, umsetzen oder nicht. Und mit der Zeit habe ich dann ein paar Ideen einfach sein gelassen. Also es kommt nichts mehr, man hat keine Angst. Nein, das ist okay. Das ist alles... Aber vielleicht hat es dann für dich gleich einmal ein Plätzchen bei mir. Weil bis jetzt, er ist ja hochbegabt und ein Tolke hat er immer... Das hat auch noch nie jemand gesagt über mich. Aber gut. Ein Tolke hat er immer reinhebt, hat noch nie bei mir geschafft. Ja, das stimmt, du könntest mich gar nicht zahlen. Ja, das weiss ich. Das weiss ich. Aber jetzt kommen ja die anderen, die dann irgendwie da, wie bei Jacobo Müller, der Star werden. Ich würde aufpassen, wenn ich dich wäre. Das klingt wie eine Drohung, wenn du so sagst. Plötzlich landen wir bei dir. Wobei, wir haben viel Gutes gehört
Angestellte von dir reden alle wirklich ausschließlich gut über dich. Du sagst einen mühsamen Chef, weil du halt immer wahnsinnig viel forderst, aber du sagst wahnsinnig grosszügig, also du hast deine Leute immer super bezahlt. Und eben, du sagst ein Teamplayer, du stehst wie ein Leu vor deinen Leuten. Absolut, also das ist das Wichtigste. Dem sagt man heute Feedback-Kultur, das hat im Schweizer Fernsehen und bei der SCG eigentlich viel zu wenig gegeben. Das habe ich immer gemacht, immer wenn die Leute ihr das Beste geben können, wenn sie gefordert sind, wenn sie an einer Sache dabei sind, wo sie daran glauben, dass ich immer gesagt habe, bei Tele Zürich, wo wir das gestartet haben, heute machen wir wieder das beste Fernsehen von der Welt und wir zeigen es denen von der SRG. Das hat uns zusammen geschweißt, einerseits, die Leistung war gut gewesen, und die Leute waren viel mehr befriedigend, als wenn sie einfach irgendetwas abgeliefert haben, wo niemand richtig bemerkt. Dein Stichwort ist Blinken, Michael. Ja, aber zuerst bin ich mal einfach geflasht. Zuerst mal in meinem Leben hocke ich mit zwei auf der Bühne, die beide die narzisstische Fibrose haben. Das ist ohne Nein. Ich habe aufgeschrieben Blinker, weil ich bin ja mit Radio 24 sozialisiert worden, oder? Als 12-, 13-Jähriger haben die auf Radio 24 das Jugendmagazin gehabt, Blinker. Richtig. Und habe ich immer den Blinker gelost und nachher dann den Pulsnehmer. Oh. Und da habe ich immer einfach viel gelernt, oder? Von dir, der das auch ab und zu moderiert hat, der Markus Gilli, der das auch sehr viel gemacht hat. Zu Abend um 10 Uhr war das, bin ich daheim im Bett gelegen und habe auf meinem kleinen Radioli. Was? Ha, auf meinem kleinen Radio zuerst am Montag den Blinker gelost und jeden Abend ist der Puls nämlich gekommen, jeden Abend Talkradio und bin halt einfach immer ein Radio 24 Kind gewesen, nur der Sender gelost, hat irgendwann auch für Radio 24 gehabt. Hat er noch den gegeben? Ja, ja, gut. Der hat Radio Z noch gegeben, oder? Aber ja, ganz am Anfang sind wir die Einzigen gewesen. Wären wir natürlich nie in Sinn gekommen, Radio Z einzuschalten. Gut, und wir sind Nummer 1 gewesen. Voilà, Nummer 1 von Zürich, 102,8, oder? Genau. So, und hat dann später auch für Radio 24 gearbeitet. Und es ist einfach so, oder wenn man auch heute noch, wenn man ins Radio 24 geht, der Geist von Roger Schawinski hängt immer noch in diesen Räumen, auch wenn sie schon viermal gezügelt sind, weg sind mittlerweile von der Limmerstrasse. Der Geist ist dort nicht mehr rauszukriegen und ich finde das grossartig. Ja, ich finde es unglaublich, weil es ist schrecklich für mich, weil ich habe ja ein anderes Radio seit jetzt 13 Jahren und die Leute, viele Leute glauben immer mir und sagen mir, ich höre immer noch dein Radio, weißt du, ich höre immer noch dein Radio, Radio 24. Die haben noch nicht gemerkt, dass ich Radio 1 habe. Und dann gehen sie zum Teil dort ins Studio und fragen dort, wo ist das Büro von Roger? Und das irritiert mich so. Das irritiert mich so. Ich muss, glaube ich, eins dort machen, wo einfach mein Name noch der Tür ist. Kann man so machen. Mein Stichwort war Google Maps. Da magst du dich wahrscheinlich nicht erinnern. Wir waren mal an einem Nachtessen von Nick Hartmann, den er veranstaltet hat im Sonnenberg oben. Und da haben wir nachher noch miteinander geschwätzt. Und dann habe ich gesagt, du wohnst doch da in der Nähe, bist zu Fuß da. Und er hat gesagt, ja, es ist nicht so weit. Wo wohnst du denn? Dann sagt er, mach mal Google Maps auf. Habe ich das ja, gemacht? Hast du gesagt. Und dann haben wir angezoomt und gesagt, das will ich, wo will ich. Und da. Okay. Nein, und jetzt geht auch noch weit zu nähern. Da ist mein Swimmingpool. Stimmt aber nicht, weil den kann man gar nicht sehen von oben. Doch. Ist zudeckt. Ja, zudeckt. Aber da schwimme ich gerade. Ja, also ja. Schlecht wohnt er nicht, kann man sagen. Nein, also ich habe auch ein bisschen geschafft. Ja. Ich muss sagen, weil ich komme nämlich von da, von dem Kreis 4. Ich bin ins Kanzleitschule, dann ins Hohl, dann ins Feld und bin viele Jahre dann da ganz früh als Bub schon im Volkshaus gewesen, wenn ich das kurz erzählen darf. Und später dann... Das sind muss man schnell sagen, für die, die journalistisch sind, das ist jetzt eine sogenannte rhetorische Frage. Genau. Also, und später bin ich eben dann, als ich beim Radio war, wir haben viele Konzerte veranstaltet, unter anderem ein paar Mal Jimmy Cliff, der ja ein guter Freund geworden ist, der eine wichtige Rolle für uns gespielt hat mit seinen Songs, vor allem «You can get it if you really want» und so weiter. Und dann sind aber auch andere Künstler gekommen, dann einmal der ganz grosse Chuck Berry, der Godfather of Rock'n'Roll und so. Und Heinz und der Harry von Virgin, wo ich dort auch mit denen zusammengeschafft habe, haben gesagt, jetzt kommt der Chuck Berry. Und ich bin dahin und habe mit ihm geredet. Plötzlich rufen sie mir und sagen, es gibt ein Problem. Habe ich gesagt, was? Der Chuck Berry sagt, er geht nur auf die Bühne, wenn wir ihm nochmal 10.000 Dollar auf die Hand geben. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und er hat gesagt,
Wir haben schon daran gedacht. Wir haben zwei Bodyguards und haben ihn gezeigt. Wir haben ihm gesagt, wenn er jetzt nicht auf die Bühne geht, dann tragen wir ihn auf die Bühne. Und der Chuck Berry hat dann gesagt, das ist okay, das ist ein grossartiges Konzert. Unvergesslich. Zum Glück hast du noch 100 Stutz verlangt dahin. Da sind wir mit unserem Budget sind wir natürlich schon noch froh. Deine erste Frage ist immer, wer bist du? Jetzt wird er mir zurückfragen, wer sind wir? Ihr seid ein Phänomen. Ich habe das jetzt gerade vorher zum ersten Mal eigentlich zur Kenntnis genommen. Sorry, ich bin nicht Teil von der Community. Ich bin nicht Teil von... Ein paar Witze da von irgendwie Holzsprätli und so. Ich habe alles nicht verstanden. Monaco, nicht verstanden ist für mich völlig unverstanden. Aber ihr habt es alle verstanden. Nein, ihr seid ein Phänomen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Kinos leer sind, wo Theater leer sind, was ihr da anbringt, ist phänomenal. Und ich lade euch zu einer Sendung bei uns, zu mir, zu Radio 1. Ja. Das habe ich mir überlegt. Wobei ich glaube, die Chefetage von Radio 24 ist, glaube ich, da. Wir können es auch Radio 24 ausstrahlen. Sie ist tatsächlich anwesend. Ich habe ja gesagt, ich mache so lange Sendungen, bis ich mich noch an Namen erinnere. Mag. Und darum mache ich das ja einfach bei uns. Wie heißt das? Ja, also, wir kommen sehr gerne, wenn es eine ernst gemeinte Einladung ist. Du hast gesagt, du bist von da, du hast all deine Schulen aufgezählt, die du da in der Region besucht hast. Hast du eine ausgeladen, das Gimmi Rämibühl? Nein, also als Gründen? Tatsächlich hat es noch nichts gegeben. Rämibühl hat es nicht gegeben. Nebendran bin ich eben nicht im Gimmi, ich war in der Probezeit 1958. Und eben bin ich aus dem Quartier, ich war fast der Einzige tatsächlich aus dem Quartier, der dann aufgenommen worden ist. Ich musste dann zwar noch die mündliche Prüfung gehen. Nur mit dem mündlich bin ich durchgekommen, seltsamerweise. Natürlich ist das schriftlich, hat es nicht gelangen. Gut. Und dann ist dann die WM gekommen, 1958, eine WM in Schweden. Pelé, 17 Jahre, wir hatten noch keinen Fernseher zu Hause, gehabt, vis-à-vis Restaurant Kiew. Jeden Abend bin ich zwei Matches bin ich schauen. Und der Effekt war dann der, gewesen, tatsächlich, dass ich dann die Probezeit nicht bestanden habe. Und mein Vater hat gesagt, Roger, wieso hast denn du das gemacht? Und ich habe meinem Vater gesagt, hör mal, das Gimmi kommt jedes Jahr, die WM nur alle 4 Jahre. Was ist wichtiger? Voilà. Und er hat natürlich recht gehabt, dann hat er gesagt, der Bub ist einfach nicht reif. Und darum bin ich so total sauer, weil ich habe jede WM angeschaut, natürlich, bin auch vor Ort gewesen, im Finale in Mexico City 86, im Finale 2006 in Berlin etc. Alles gut. Dass die FIFA uns das so vermasselt hat, bin ich so sauer, an was der Infantino sich heute wieder geleistet hat. Das geht auf keinen Kuhhuhn. Was ist schlimmer für dich, dass jetzt die WM in Katar ist oder die Tabellensituation vom FC Zürich? Ja, aber die, ich meine, der Canepa, ich weiß nicht, hat er das gemacht, dass wir nicht absteigen in die Saison? Es ist so, das ist die beste Saison zum letzten sein, oder? Da hat sich das gut ausgesehen. Nein, es ist natürlich so tragisch, vor allem nachdem man gesagt hat, nach der Meisterschaft, das Mal ist die Mannschaft besser. Das ist ein bisschen peinlich. Tut mir leid. Und ich mag den Chilo gut. Und hier und da, wo er also dann eingefangen wurde, in gewissen Bildern von diesen Match hat er mir richtig leid, muss ich sagen. Aber es kommt noch gut. Ja, du hast dich ja damals, glaube ich, vom Kilchsberger über Schnurren lassen, zum GC sponsern, oder? Also ich bin ja lebenslang FCZ-Fan. Und man kann ja alles... Melanie Weiniger auch. Gut. Und dann ist folgende Situation mal gewesen. Wir haben von Tele24 gesagt, ihr könnt Sponsor werden. Und dann ist gerade der von GC und vom FCZ der Hotz und der Spadaro damals. Und beide haben nicht die gleichen Bedingungen gehabt. Und dann hat der Roman Kilchsberger, der totaler GC-Fan war, hat mir gesagt, da bei der Cafeteria, damals unten bei Radio 4, aber GC ist doch damals, das bringt uns doch viel mehr, hat doch viel mehr Publikum etc. Und für den Sender ist es besser. Und ich habe mich vom Roman überschnurren lassen. Es ist schief rausgekommen, total. Jedes Mal, wenn ich im Stadion gesessen bin, FCZ gegen GC, habe ich gehofft, dass meine Mannschaft verliert. Und habe im Nachhinein gesagt, man kann alles... Kann man im Leben ändern. Das Land, die Frau, die Automarke, alles. Aber den Club darf man nie wechseln. Und das war der grösste Fehler in meinem Leben. Aber Roger, wie war das für dich damals, als der Ur-GCler Raimondo Ponte FCZ-Trainer wurde? Wie war das für dich?
Ja, das ist dann irgendwie nicht mehr ganz so wichtig. Ich war immer noch unter Schock. Bist du mal bei Raimondo Ponte daheim gewesen? Nein, aber ich habe noch mal gegen ihn gespielt, Fußball später. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, das war grauenhaft, so ein Altherren-Match. Und der hat einfach den Böllen nicht abgegeben. Da habe ich gedacht, weiss der überhaupt nicht, um was es geht? Es geht um Fun. Der hat uns wollen zeigen, was Fußball ist. Da habe ich gedacht, blöder Kerl. Da bist du ein... Da bist du einer, der gerne den Böllen abgibt. Also. Ja, also ich muss so sagen, ich habe also früher auch ein bisschen Fußball gespielt, natürlich nicht so gut. Einmal sogar im Hartturm. Damals hat es so gegeben, Vorspiel von GC-Match. Und ich war Mittelstürmer, neben mir ein junger Brasilianer, der Elber. Und er hat 3 Goal geschossen, ich habe 2 Goal geschossen. Und ich dachte, wenn ich 3 Goal geschossen hätte und er 2, wäre ich in die brasilianische Nationalmannschaft. Ja, hat nicht geklappt. Ja. Aber dass du GC gesponsert hast, war ein Fehler gewesen. Würdest du sagen, das Radio 24 verkaufen war dein grösster Fehler gewesen oder dein grösster Go? Du, ich habe irgendwie dort eine Overdose gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so viele Sendungen moderiert, 4-mal in der Woche habe ich dort tagtäglich gemacht. Ich habe einen Doppelpunkt gemacht jede Woche. Und ich war ausgepowert nach all den Jahren, wo sich dann die Gelegenheit gegeben hat, habe ich das gemacht. Ich tue noch mal etwas Neues machen. Und dann habe ich eigentlich nur wollen Tele Zürich verkaufen und Tele 24, aber die von Tamedia gesagt, würde es dann auch noch Radio 24 geben? Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch nicht machen. Das ist mein Kind, mein lieber Kind. Aber irgendwie habe ich dann gesagt, loslassen ist auch eine Fähigkeit, die man heute im Leben hat. Ich lasse jetzt los und habe das gemacht. Und ich muss sagen, das hat sich irgendwie gut erwiesen. Wie später habe ich dann plötzlich noch eine neue Dimension bekommen, wie der Chef von Sat.1 in Berlin. Das Leben hat einfach noch eine Dimension mehr bekommen. Und wenn ich einfach jetzt alle die Jahre immer noch dort im Steinfeld geblieben wäre und an der Limitstrasse, ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre. Und ich muss noch sagen, wir sind immer Nummer 1 bei Radio 24 und das war toll gewesen. Aber nach 25 Jahren einfach sagen, immer Nummer 1 ist ja, immer so blind. Ja, das ist schrecklich. Wir kennen es, wir kennen das. Das ist immer so prickel. Nochmal anfangen, von unten anfangen. Das ist eine Challenge. Ja. Geis. Ja, ist ja gut. Nein, ich verstehe, er hat ja zweimal gebrüllt. Einmal, und dann hast du den Schlüssel abgeben zum Radio 24 und am nächsten Tag wieder, wo er gesehen hat, ich habe 90 Millionen mehr auf meinem Konto. Es hat beides mal Tränen gegeben. Das ist loslassen, nicht so schwierig. Ja. Ja. Hätte jetzt auch gerne losgelassen. Oder? Ja, das kommt noch. Die 90 Millionen. Du schaffst ja dran. Ja, du schaffst ja dran. Ich freue mich drauf. Ich zeige dir dann auf Google Maps mein Haus. Aber, schon. Aber ist das ganz hinten im Wald? Oder wo ist das? Ja. Aber ich habe dann meinen eigenen Weg. Das, okay. Das dann schon. Ja. Ich habe trotz Fernsehsendung und alles, was ich machen durfte in meinem Leben, mich selten prominent gefühlt. Es hat einen Moment gegeben, das war im August vor etwa 3 Jahren, da war die Radio Night. Am Zürichsee gibt es so, wo sich die Radiobranche trifft. Und dann ist der Roger Schawinski zu mir gekommen und hat mit mir geredet. Und dann habe ich gewusst, ich bin der Prominenteste. Weil du gehst ja immer, das sagt man dir nach, wenn irgendwo in einem Raum, wenn du weißt, der Roger Schawinski ist immer dort, wo der prominenteste Mensch ist. Du gehst immer direkt zu denen hin. Nein, das ist völlig falsch. Völlig falsch! Herzlich willkommen! Roger gegen Büssi. Ich lade auch zu meinen Geburtstagen nicht nur Prominente. Ich habe nie meine Geburtstage in den Medien oder bei Glanz und Gloria zeigen lassen. Ich gehe zu den Leuten an, die ich gut finde. Büssi! Oh, das ist... Ah. Hör auf, jetzt kann ich keine kritischen Fragen mehr stellen. Willst du wirklich... Und sympathisch, muss ich noch sagen. Ja, ist jetzt gut. Ich und bescheiden. Nicht, so viel Geld habe ich nicht dabei, Roger. Du willst wirklich, dass der Büssi zu dir kommt, kann arbeiten. Ja. Ja, irgendwann schafft es noch. Bräuchtest du denn noch einen Nachfolger? Er ist jetzt nicht mehr bei SRF. Frag ihn mal, warum. Hä? Warum? Wenn ich mal eine Frage zwischen dir... Michael hat, glaube ich, jetzt noch eine Frage an dich gehabt. Ja, hoi. Grüezi, du erinnerst dich, ich bin auch da. Nein. Ja, du bist jetzt so ein bisschen im Windschatten. Ja, ich tue mir leid. Normalerweise gebe ich eben Windschatten. Ja. Nein, aber du könntest ja den Stefan quasi als deinen Nachfolger aufbauen. Hast du dir schon überlegt, wie du das machst, wenn du irgendwann in 25 Jahren dann vielleicht doch aufhören willst mit Radio 1?
Du, also ich fühle mich ja noch jung und dynamisch, gell? Ich bin ja erst 77, oder? Nein, ich muss so sagen, irgendwann ist wirklich fertig, aber es macht mir einfach Spass. Solange es mir Spass macht, oder? Ich mache jetzt beim Radio 1 mache ich Roger gegen Markus, wo du, glaube ich, wie du mir sagst, jede Woche höre ich. Ich mache Doppelpunkt, ich mache Kolumnen, ich mache jetzt auch noch Fernsehsendung Schawinski auf Blue Zoom. Es ist lässig. Es ist ein Vorwand, immer interessante Leute kennenzulernen. Man kann interessante Leute einladen und solange ich Spass daran habe, es ist aber auch zum Teil anstrengend, vor allem Fernsehsendungen zu produzieren, ist aufwendig. Radiosendung ist einfach. Oder einfach zu anderen und ein bisschen schwätzen, wie ihr das macht. Oi, oi, das ist einfach. Oi, oi, oi. Das ist einfach. Das ist einfach. Kann man gar nicht als Arbeit. Aber Fernsehsendungen machen mit Einspielen. Büssi, gell? Wie das, du an deinen Fernsehsendungen schaffst und so. Das geht ein bisschen länger, das ist tatsächlich so. Aber also so einfach ist jetzt da schwätzen natürlich auch nicht, oder? Vor allem, dass nachher 1200 Leute... Ja, nein, dass 1200 Leute kommen. Wenn du und Markus Somia Roger gegen Markus machen, dann spielen da für 200 Leute im Schubiger Möbel. Das ist auch geil. Natürlich, das ist auch geil. Schubiger Möbel ist auch ein tolles Geschäft. Ja, ja, ja. Gut, aber das ist schon, ein Nein, Liga. Das ist gigantisch. Und ich finde es jetzt auch lässig, dass wir jetzt, nachdem wir off-Broadway sind, da bis nach Hochdorf und St. Gallen und so, dass wir jetzt am Broadway gelandet sind. Da in Zürich. Yes! Finde ich super. Dankeschön. Okay. Aus näherer Quelle hat man gehört, dass du beim Bonus, wo du mal hast, das Magazin, hat man gehört, ist er lustig, hat der Roger wirklich Humor oder nicht? Hast du Humor? Du, wir haben es dort versucht, wir haben es unter anderem dort mal gemacht, auch mit dem Domenico Blass, den ja du kennst. Und jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen, im Zusammenhang mit Bonus. Wir haben dort mal, hat sich irgendeiner beworben, oder hat sich wollen bewerben, als Regierungsrat vom Kanton Zürich. Und da haben wir gesagt, was ist das für ein? Irgend so ein Unbekannter aus dem Zürcher Oberland und so. Und da haben wir gemacht, wir basteln uns einen Regierungsrat und einen Bastelbogen aus seiner Figur gemacht. Das war der Ueli Maurer. Der ist dann nicht nur Regierungsrat geworden, der ist dann nicht nur SVP-Präsident geworden und ist dann aus einer Fernsehsendung bei mir rausgelaufen, wo ich gesagt habe, Sie sind ja da nur Präsident geworden von Blochers Gnaden. Und er ist aufgestanden und hat gesagt, das lasse ich mir nicht bieten, sondern ist dann von Blochers Gnaden auch noch Bundesrat geworden und tritt jetzt zurück. Angefangen hat er seine Karriere als Bastelbogen im Bonus. Doch, ja. Kann man sagen, der Roger Schawinski hat Ueli Maurer erfunden. Jawohl, das ist doch eine Karriere. Vom Volk in Hinwil und Bastelbogen im Bonus. 10 Jahre Finanzminister von der Schweiz. Ja. Das muss man sagen, Chapeau, oder? Ja, also. Wer hat die bessere Karriere angelegt, Ueli Maurer oder du? Ich vergleiche nie mit anderen. Ich bin zufrieden, ich staune selber über das, was mir alles passiert ist. Eben, als ich als 13-Jähriger da im Volkshaus war, bin am Mittwochnachmittag irgendwelche Filme angeschaut, Dick und Doof und Charlie Chaplin und so. Was mir alles passiert ist, das ist wie ein Wunder. Und ich staune über das. Und ich tue nie mit anderen vergleichen. Es gibt immer schönere, reichere, jüngere, dünnere etc. Kein Vergleich. Also, jetzt vorher hast du dich mit Giovanni Elber verglichen? Ja, Goal, das ist natürlich etwas Ernstes. Okay. Bist du mit dem Tesla daher gekommen? Ja. Bist du allein daher gekommen? Ja. Oder? Weil ich habe gehört, man fahre nicht so gerne mit deinem Auto. Du sagst nicht so einen guten Autofahrer. Wer sagt jetzt das wieder? Der Frank Baumann. Ja, der Frank. Das ist jetzt ein Quelle. Ich habe versprochen, ich sage nicht, dass er das gesagt hat. Gut, ich weiss nicht, wenn ich mit dem je gefahren bin und so. Tatsächlich, du bist jetzt auch Tesla-Fahrer, bist sehr stolz drauf. Ich darf sagen, ich bin einer von den ersten 20 in der Schweiz, der einen Tesla hatte. Wie mein Sohn, der Kevin, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Er war Physikprofessor. Er hat, wo es noch gar keinen Tesla gab, hat mich auf das aufmerksam gemacht. Und darum war ich wirklich privilegiert als einer der Ersten und hatte das Gefühl, wow, lässig. Also weißt du, jetzt einen Tesla kaufen, das ist nichts, das kann jeder. Aber am Anfang, wo man es noch nicht gewusst hat, Büssi. Aber das ist, dafür könnt ihr euch grüssen nicht sammeln, wenn ihr... Das war am Anfang der Fall, wirklich. Aber jetzt, wo jeder Zweite so ein Model 3 hat und so, macht man es nicht. Aber am Anfang hat man sich wirklich grüßt. Hat das Gefühl, wir sind die Zukunft, die sind die Vergangenheit. Ich weiss nicht, wer hat da einen Tesla da drin? 1, 2, 3.
in 10 Jahren, wenn du die Sendung zum 100. Mal machst, musst du schauen, fast alle einen. Ja, ein Elektroauto. Da kommt drauf an, was der Elon Musk noch so macht. Das ist grauenhaft. Also ich bin mal wirklich so Elon Musk-Fan gewesen. Und zum Thema Narzissmus, ich habe ein Buch geschrieben über Narzisst. Selbstverständlich hast du das. Also eine Autobiografie eigentlich. Über Leute, die Hybris haben. Narzissmus auch. Ja. Da ist Elon Musk jetzt nicht dabei gewesen, aber der Sepp Blatter oder der Armstrong oder auch der Ospel von der UBS etc. Und, so. Und dass der Elon Musk jetzt so abgehoben hat mit dieser Hybris, das zeigt, dass für solche Leute ist es nie genug. Das ist eigentlich die Analyse. Alles, was sie haben, ist der reichste Mann der Welt. Er hat fantastische Firmen gegründet, wie SpaceX und Tesla etc. Und jetzt hätte er noch Twitter kaufen und sagen, ich bin jetzt auch noch der Wichtigste im Medienbusiness. Und was er dort macht, ist grauenhaft. Und ich glaube, das zeigt, Schuster bleibt bei deinem Leistenbüssi. Ja, ich werde Tesla, weder Tesla noch Twitter kaufen. Hast du deine Aktien schon verkauft? Ich habe keine Aktien. Hast du keine Aktien? Nein, mir hat es knapp fürs Auto gelangt. Und auch das zuerst nur geleast. Das ist auch ein Unterschied von uns. Du hast dein Auto wahrscheinlich auf Google Maps gefunden. Ich habe jedes Mal brüllt, wenn monatlich etwas abgezogen worden ist. Aber ich will dich zum Schluss noch fragen. Eben, wenn du sagst, es kann nie genug geben, hast du jetzt gar keinen Wunsch mehr für die Zukunft. Was wünschst du dir? Relativ wenig, muss ich sagen. Also meine Bucketlist ist ja so eigentlich nicht so groß. Ich werde jetzt noch eine grosse Reise machen. Ich habe schon lange keine grosse Reise gemacht. Ich will jetzt da nicht sagen, wohin. Aber seit Jahren bin ich nicht mehr gross gereist. Du hast einfach Schiss, dass dich wieder jemand am Nacktstrand sieht, oder? Ja. Nein, erzähl die Geschichte schnell. Jetzt meine ich, das ist ein blöder Witz, aber er ist ja wirklich am Nacktstrand gewesen. Also ich bin einmal, Einmal, als ich in Deutschland noch Chef war von Sat 1, sind von Berlin nach Sylt. Und dann habe ich gesehen, da sind die Leute zum Teil nackt, oder? Das ist Nacktstrand, ganz eine andere Kultur. Und ich bin da eigentlich die Brüder und gesagt, jetzt gehe ich auch einmal rein. Ich gehe auch mal einmal rein, nackt. Und bei denen, und das war noch lässig, und so lauf aus, da ruft einer, Roger! Komm an, ist der Marco Rima. Ich weiss heute noch nicht, an was er mich erkennt hat. Hat er eine Maske angehabt? Nein, das war lange vorher. Okay. Also, willst du noch eine Reise machen? Ja, und das wollte ich, etwas anderes. Man muss eben aufpassen, was man sich wünscht. Ich habe mir eben gewünscht, mal bei einem grossen Filmfestival in der Jury zu sein. Und habe das geschafft. Das Jahr bin ich im Zürich Filmfestival in die Jury gekommen. Und das war ein riesiger Krampf. Eine Woche lang, jeden Tag 3 Filme anschauen. Ja. Dann mit den Jurymitgliedern lang reden. Und dann sind es zum Teil schlechte Filme gewesen. Am Schluss von der Woche bin ich nudelfertig, ist abgehauen. Fertig, muss nicht mehr sein. Es geht um die Reise jetzt, oder? Es geht jetzt um die Reise, oder? Ja, jetzt kommt noch die Reise, mache ich mal. Aber ich bin offen, also ich meine, logisch, es können noch viele Sachen, aber ich bin nicht so einer, der plant, weder habe ich je geplant, die Firma zu machen oder die Sachen zu machen. Immer wenn ich etwas sehe, was ich faszinierend finde, dann ist es gut. Aber die Leute, die sagen, das war eine Planung dahinter, gewesen, überhaupt nie. Ich habe ja auch nie geplant, Unternehmen zu werden. Hat sich einfach mal ergeben. Und es hat sich nicht so schlecht ausgezahlt. Wir haben auf jeden Fall eine Scheissfreude, bist du heute da gewesen. Alles Gute für die Zukunft. Wir werden es ja verfolgen. Wir sehen uns im Doppelpunkt. Ich mache die Einladung jetzt selber. Nein, wir haben das nicht gesehen. Noch hören. Ja, das ist natürlich auch gut. Merci vielmals, dass du da gewesen bist. Nochmal einen riesen Applaus für Roger Schawinski. Machen wir noch ein Fötterchen, Roger. Komm, ich gehe schnell dafür. So, unser Fotograf, der Tizian. Jetzt kommt der geilste Moment für euch, weil jetzt dürft ihr uns ganz legal auf den Arsch schauen. So. Er hat jetzt noch den knackigsten von uns wahrscheinlich. So. Jetzt zähle ich auf 3 und dann schmeißen die Hände, klatschen, toben, Frauen schmeißen BHs. Normaler Samstag im Volkshaus. He? Achtung. 1, 2, 3. Sehr gut! Okay.
Roger, schau, Wein hat es auch noch für dich. Das habe ich auch noch vergessen. Ja, der Wein. Es hat noch einen Wein, der heisst «Drei Freunde». Der wird in der Schweiz produziert und abgefüllt. Das ist vom Joko Winterscheid. Den kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner deutschen Zeit. Mit dem und den besten Wünschen und einem grossen Applaus nochmal. Der Roger Schawinski. Danke vielmals. So. Ich kann es nicht fassen. Was ich habe jetzt das Foto gerade Roger Schawinski angepfotet. Ja. Das war ein bisschen heiss gewesen. Ja, andere Abfoto ist für dich kein Problem, gell? Wenn es für dich ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. So, also, schau, das sind schon randalieren. Also, es sind ein paar von euren Fragen, die wir noch schnell beantworten wollen. Zum Schluss, welche Zimmernummer habt ihr im 25-Hour-Hotel? Man muss sagen, für die, die letztes Mal nicht dabei waren an unserer Party, mir ist dort ein kleiner Fauxpas unterlaufen, wo wir unsere 25-Hour-Geschichte erzählt haben, mit dem Einchecken, habe ich in einer Geisterung um Nacht einfach gesagt, in welchem Zimmer dass ich schlafe in dieser Nacht. Und habe nachher auf der Bühne gemerkt, oh, das ist gar nicht mal so gescheit. Und habe dann gesagt, ja, das ist natürlich nicht meine richtige Zimmernummer. Ist es. Ja. Und wir sind auch wirklich zurück ins 25-Hour-Hotel, kann man sagen. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen lustig gemacht darüber. Ja. Turns out, der Geschäftsführer vom 25-Hour-Hotel lässt Comedy-Männer. Und hat uns dann geschrieben und gesagt, ja, tut das leid so. Und das haben wir dann aufgelöst und haben dann heute Abend auch einen Wettbewerb machen gemeinsam mit ihnen, wo der, sehr lustig, der Michael Büsser aus St. Gallen gewonnen hat und heute da ist und dann auch, wie wir auch, im 25-Hour-Hotel übernachtet. Seine Zimmernummer ist... Danke vielmals, Lukas, dass du das möglich machst, der Chef vom 25-Hour. Wir sind mega gerne bei dir. Danke vielmals. Es war wirklich herzlich. Sie haben bei mir auf dem Bett haben sie einen Knochen und ein Bild, also sie haben das Bild von der Foxy ausgedruckt und einen Knochen angelegt, als würde sie wirklich bei mir im Bett schlafen. Also wirklich so verzweifelt. Ist das Bild, das man von mir hat? Das ist... ja. Du hast im Keller, also Entschuldigung, in der Tiefgarage unten auch ein Schild gehabt, einen Parkplatz, Stefan Büsser reserviert. Wir zwei nicht. Nein, ich steige am Ende von der Stadt, bin in einem Koffer 3 Stunden durch die Stadt gelaufen. Der Büsser mit seinem Titel. Dafür noch nie so herrlich eingecheckt. Ich steige zum Lift aus, kommt irgendeinem von 25 aus, schaut mich nur an, fängt das so breit drin. Was ist jetzt los? Laufe ich vorher an den Tresen, schaut mich nur an und lacht, wie geht's da? Hat sich, ich musste nicht mal meinen Namen sagen. Wir sind bekannte bunte Hunde. Ja, so. Was haltet ihr von Kindern oder Männern, die mit Modelleisenbahn spielen? Wird der Leandro wissen? Also was heisst, kommt darauf an, auf welchem Level. Oder? Als Vater spielst du vielleicht mit dem Kind mal Modelleisenbahn. Das ist lustig. Kind okay. Nur Erwachsene, die Modelleisenbahn spielen. Also, das ist ein bisschen wie Männer, die Flugsimulator machen. Also wenn mal, es kommt halt aufs Niveau drauf an, wenn du mal im Miniaturwunderland in Hamburg gsi bist, die grösste Modelleisenbahn der Welt, das ist schon gerade noch ein bisschen eindrücklich. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Gut. Lieber Michael, wie läuft's in der Nachbarschaft? Gibt es ein Update, wenn Alin, Vanessa und Fabian und Michael aus Österreich wissen? Was, wenn Österreich? Österreich? Das ist quasi die Nachbarschaft von der Schweiz. Okay, Österreich. Ja, lustig. Gut. Ja, wir ziehen schon die Freaks an mit dem Podcast. Jetzt auch noch die Österreich. Ja, darum haben sie wegen diesen Kinderjokes so gelacht. Ja, ich glaube. Jetzt ist alles klar. Ein kleiner Kellerwitz und alles ist gut. Ja, es gibt kein Update aus der Nachbarschaft. Es ist Ruhe eingekehrt. Es hat keine mehr. Es sind alle weg. Sind alle weggezügelt. Wie komme ich aus der Friendzone, will der Cyril wissen? Mit dem Namen nicht mehr Cyril. Ist es echt der Cyril von Jung Wild Sexy? Wahrscheinlich ja. Mit dem alten Flirtspruch. Schmück mal an dem Lumpen. Gut, wir schneiden das raus. Oh, wo Tamara Funicello nicht schon wieder in meinen DMs. das ist die nächste. Der Markus will wissen, was kostet Foxy? Hey. Für eine Nacht? Als Finke. Als was? Als Finke. Als Finke. Als Finke. Hey.
Ja, nicht das Tier selber. Flinken, die ausgesendet. Was ist denn das? Der schläft doch nicht in die Foxy rein. Sondern einfach als ja, wobei, wär schön warm. Ja. Also ein bisschen gut. Der Fall ist der Foxy auf dem Fuß. Ja, nein. Entschuldigung. Der Alex Frey. Okay. Lustig. Der Alex Frey fragt, wo ist das nächste Fußballstadion? Das Winterthur. Ja, trauriges Kapitel. Dann, Carmen will wissen, wieso steht der Nussgipfel auf der Verkaufstafel, obwohl es noch gar keinen gibt? Jawohl, es ist so, es gibt da außen nach der Show Nussgipfel zum Käufen. Das ist die Frau, die Simon Bach hat. Jawohl. Die Streusel ist eine bekannte Bachbloggerin. Ich habe mal mit ihr zusammen Nussgipfel backen. Sie hat jetzt die Nussgipfel nochmal nachbacken. 200 Stück, die gibt es draussen zum Vorzugspreis von 3,50 Franken. Wenn ihr rauslaufen, könnt ihr auf den Heimweg den weltbesten, Schweizer-approveden Nussgipfel mitnehmen, wenn man rauskommt, links. Würde ich euch also sehr, sehr fest empfehlen. Streusel ist da, sie hat sie gebacken. Ihr könnt auch ihr Buch kaufen. Dort drin ist nachher das Rezept für den Nussgipfel. Und wenn ihr einen Gass habt, könnt ihr nachher auf den Vita-Park gehen. So mach ich's. Und wenn ihr im Wald liegt, weckt euch nachher der Büssi. Hat der Schweizer wirklich Fußpilz? Nein, es ist nur gespielt. Aber was ist es denn? Hä? Was ist es denn? Ich habe nichts. Ich habe die feinsten Füße, die die Welt je gesehen hat. Gesund ist das nicht. Zärtliche Füße. Zärtliche? Zärtliche Füße. Nicht zarte, du hast zärtliche Füße. Ja, ist so. Könnt ihr das sein lassen? Mir ist unwohl. Normalerweise wird dann das Zeug abgebrochen. Ja, mir ist auch unwohl. Gut. Ah, das ist glaube schon die letzte. Welchen Podcast, abgesehen von Comedy-Männern, hört ihr am liebsten? Ja, kann ich antworten. Du hörst am meisten? Ja, Aaron, sag's Richtige. Talk ohne Gast? Nein. Endlich normale Leute. Falsch. Apokalypse und Filterkaffee. Real Time with Bill Maher. Okay. Ja, ist gut. Schweizer Podcasts finde ich schwierig. Mhm. Gerade so Sportexperten-Gequatsche geht nicht. Wirklich nicht. Michael, was ist denn dein Lieblingspodcast? Das ist relativ einfach. Das ist natürlich ein Fußballpodcast, den ich sehr gerne höre. Der heisst, wie heisst der jetzt schon wieder? Auf jeden Fall ist er mit Stefan Büsser und mit Manuel Rothmund. Das ist so wirklich der beste Podcast, den es sonst eigentlich gibt. Ehrenrunde, wie heisst der? Ehrenrunde-Podcast. Toll gemacht, immer tolle Gäste. Auch für Leute, weißt, die Fußball nicht so gerne haben, die einfach einen gerne Tag haben und so, ein bisschen gut. Es ist gut gemacht, gute Soundqualität, auch das ganze Layout. Es kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Weißt, die Länge ist auch perfekt, 45 Minuten wie eine Halbzeit, haben sie euch schön überlegt. Wirklich, mit dem Stefan Büsser, mit Manuel Rothmund, der Ehrenrunden-Podcast, wirklich, das ist Lacklass. Stefan, was ist denn dein Lieblingspodcast? I see what you did there. Voilà. Ja, du willst jetzt natürlich, dass ich Podcast am Pistenrand sage, oder? Mhm. Ja, ist okay, aber... Ja, nein, ich muss einfach, weißt du, wenn ich zwei Dudes will zuhören, die keine Ahnung haben, dann kann ich jetzt Sprechstunde hören, wow. Oder? Also... Moment. Grüße an die Stündler. Wir sind jetzt Dritte, Tina Weirater ist jetzt auch fix immer dabei. Hat jetzt wenigstens eine Ahnung. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja, das ist allein machen. Das ist jetzt lustig. Wo hast denn du jetzt herausgefunden, dass es das Dritte vielleicht besser funktioniert? Wie bist du auf das gekommen? Ich habe mir so Gedanken gemacht, überlegt, okay, kenne ich Podcasts mit drei Leuten, die ich gut finde? Aha. Dann ist mir lange keiner in den Sinn gekommen. Ja. Und dann plötzlich so, ja logisch, dein eigener, ernsthaft, das ist wirklich so gewesen. So fängt die narzisstische Fibrose an. Ja, fängt die narzisstische. Nein, es ist wirklich, ich habe halt wirklich herausgefunden, der Berto hat wirklich vom Frauen-Skifahren so viel Ahnung wie vom Küngeli züchten, oder? Und er hat etwa 200 Hasen. Ja. Und dann habe ich den Tina angerufen und gesagt, Tina, du musst jetzt einfach kommen, es geht nicht anders. Und
eine horrende Transfersumme hat dann dafür gesorgt, dass sie jetzt dich zum Podcast und bist dran gehört. Wie viel sind da denn Ende Saison? Es kommt jetzt nicht jede Woche jemand dazu. Sie sind schon froh, wenn Schnee dazu kommt. Ja, ich wollte sagen, Podcast am Pistrand. Wenn es mit dem Klima so weitergeht, ist der Podcast an der Wiese. Ja, machen wir noch Lust. Machen wir noch Lust. Podcast am Pistrand. Voilà. Siehst du? Ja. Wer los dir eine Runde? Auch drei. Wer los keinem von beiden? Ja, am meisten Freude haben wir natürlich, dass ihr uns hört. Und da möchten wir uns auch ganz, ganz herzlich bedanken. Jetzt zum Schluss vor allem natürlich eben, also wenn man es schafft, dass der Roger Schawinski erstaunt ist über etwas, dann ist es, glaube ich, wirklich ein geiles Produkt. Und ihr habt das zu dem Produkt gemacht, indem ihr jede Woche hört, die x10'000, die das machen und dann nachher wirklich völlig absurd 5'500 Billet kaufen für unsere Tour. Wir können es immer noch nicht fassen, wirklich ein grosses, grosses Merci an euch. Ihr seid wirklich fantastisch. Danke vielmals. Danke. Ja. Ich kann mich nur anschliessen. Ihr seid nicht nur ein fantastisches Publikum. Ihr seht auch sensationell gut aus. Yeah. Sympathische Leute. Und ihr schmeckt auch alle fein. Wirklich. Und ich freue mich vor allem darauf, nachher mit allen zusammen in der alten Kaserne noch eine Party machen. Ich spiele noch mit der Band. Ja, dann können wir dann noch ein paar. Du hast eine Band? Ja, ich habe eine Band. Also wirklich das beste Publikum, das es so je hat, gibt, oder? Ja, ist wirklich absurd. Zürich rockt richtig gut. Wirklich, auch auf dieser Tour wahrscheinlich das beste Publikum gewesen. Definitiv. Aber du, das hat ja da, also eine Frage hättest du schon noch. Was? Ja. Aha. Okay. Gibt es einen Büster seinen Pullover auch ohne den Aufdruck? Also wirklich, ja. Okay, das ist ein Scheiss Publikum. Das ist schon ein bisschen absurd. Ja, komplett. Unfassbar. Wir haben natürlich uns wahnsinnig lang eine Zugabe überlegt. Also wir wollen einfach noch Danke sagen. Nein, es ist wirklich, wir haben alle Not, haben wir jetzt an dieser Stelle noch mal anderthalb Stunden gespielt. Aber in Zürich haben wir gesagt, gut, ihr müsst ja zum Konzert. Es gibt aber tatsächlich ein paar Leute. Ein paar Leute, die wir noch möchten Danke sagen. Das ist Lorenz Hauser und seinem Team, wo die ganze Tour organisiert hat, das Booking gemacht hat und alles. Das Selin Fuchs, den wir vorher da gesehen haben, auf dem Stuhl stehen, wo unsere Backstage-Betreuung gemacht hat. Tom, der Technik gemacht hat. Domenico Blass, unserem Headwriter, wenn man so will, der uns immer zur Seite steht und sagt, wenn wir wieder zu weit gehen. Ja, und auch meine Leute von der Live-Fabrik, Fabio Neidler, Reto Hartmann, Tizian Tenzin, und dem René Städtler, die geholfen haben, unterwegs auf Tour und filmen und machen und tun und uns unterstützen. Gilt auch für alle unsere Autorinnen und Autoren, die uns geholfen haben, das zu schreiben. Die On Air Production, die heute Abend das Fernsehsignal quasi produziert hat, wo wir hoffentlich für teures Geld irgendwann noch rausbringen. Und natürlich am Volkshaus, der Gastgeber heute Abend. Hey, mega schön sind wir da, respektive dürfen wir da sein. Und auch ihr seid tolle Gäste. Narzisstische Fibrose! Ich habe gesagt, es ist schastig. Es geht schnell. Und ganz herzlich Dankeschön unseren Partnern, die uns jetzt im Podcast unterstützen. Das ist Emmy, das ist Helvetia. Ohne die ginge es dann irgendwann wirklich nicht mehr. Dann wäre irgendwann Ende der Fahnenstange. Und herzlichen Dank für die Gastfreundschaft im 25-Hours-Hotel. Herrlich war dort. Wirklich danke vielmals, sensationellen Service. Absolut. Ja. Magst du schnell aufstehen und strippen? Ja. Einfach zum... Fehlt noch, zum schnell zeigen, meine Damen und Herren, das da ist das limitierte Tour-Shirt, wo es heute noch mal Rabatt gibt, weil wir müssen das eigentlich loswerden. Ja. Und nein, ist wahr. Lauf nicht. Ist es so? Es gibt draussen aber auch Pullover, Käppli, Nussgipfel,
Frischbacken, Schweizer Buch. Und uns. Und natürlich uns. Und wirklich die beste Nachricht zum Schluss. Man darf draussen den Schweizer auch abfoten. Ja. Viel Vergnügen. Merci für das Interesse. Macht's gut. Ich bin der Dominik, ich mache hier gerade die Kamera am Event. Ich bin Irene und ich mache heute die Kamera. Ich bin Sven und ich bin dafür zuständig, um die Leute im Publikum zu filmen. Ich bin der Joel und ich bin für heute der persönliche Kameramann von der Schweiz. Ich bin der Fabio, ich bin der Feuerwehrmann auf dieser Tour. Immer wenn jemand ein Wehweli oder ein Boboli hat, kommt er zu mir und dann fahre ich einmal durch die Tor fahren und höre mir es an und dann ist wieder alles gut. Ich bin der Reto und ich mache die Videoregie. Und jetzt noch einmal in freundlich. Ich bin Céline Fuchs, ich mache das Tourmanagement und ich schaue, dass die Herren pünktlich erscheinen, dass sie gut drauf sind und gesund bleiben und zwischendurch ein bisschen Führung unter dem Arsch machen. Hey, ich bin der Tom, ich bin der Tourtechniker und habe sie auf der ganzen Tour begleitet, bis hierhin auf Zürich. Ja. Wo ist meine Garde? Ich teile die Garde, aber nicht mit dem Büssen. Schminke ist dort hinten drin. Und essen wir dann an. Geil. So! Also ich habe gehört, die Zellen in Regensdorf sind grösser als hier. Ja, und schöner. Dich kenne ich schon. Hoi, geht's dir gut? Dich Michael, hoi, dich habe ich noch nie gesehen. Hoi. Joel. Hat es noch ein Live-Regie? Hoi. Nesch hat aufgebaut. Mega geil. Ja, dann schauen wir, wo wir Foxy herholen. Ich bin jetzt auch im Team, ha? Seit dran. Yeah. Ah, schau jetzt! Gott ist der herzig. Ja, wirklich. Gell, ist herzig, gell? Ist grüßig. Ja! Hol dir nicht noch einen Hexenschuss. Hoi! Legende! Hoi! Hoi! Richtiger Hund, aber. Schön? Ja, das ist jetzt euer Kolosseum. Da wird die letzte spartanische Schlacht wird da drinnen geschlagen. Ich bin Daniela und mache die drei Herren heute schön. Good luck. Toi, toi, toi. Kann nur noch besser werden. Oh, hopp. Ich habe noch Wisch. Tschüss. Ja, viel besser. Bist du gut? Ja. Mit denen mache ich heute noch den David Hasselhoff. Nein, bitte. Ja. Aber erst in der Ding, in der, ja, der Aftershow-Party singe ich Looking for Freedom. Kann er noch so machen. Ach, da habe ich noch schwarze Lederjacke. Wolltest du sehen? Nein. I've been looking for freedom! Du jetzt in beim Schiessen, oder? Hä? Aha! Ich hätte gemeint, der ist am Kacken! Nice! Is everybody happy? Yeah, yeah! We're gonna have some fun! Kann ich dir jetzt mal meine Wäsche bringen? Ja, aber nur die, die nicht glätten muss. Ich wollte sehen. Das ist dann raus, gell? Das kommt dann nicht rein. Ja. Wir müssen ihm alles Zeit sagen, was wir nicht verliert tun. Ich höre den Satz alle zwei Sekunden. Ja. Rock'n'Roll Lifestyle. Gummizeug. Sirup. Kinder-T-Shirts. Die haben die jetzt extra angelegt, ja? Das sind meine Bühnenschuhe. Die bringen Glück, oder wie? Nein, die schmecken am wenigsten. So.
Lieblingstourmoment ist immer der, der noch kommt. Also, es ist zwar eigentlich fast nicht möglich, dass es noch geiler wird, aber man hofft das natürlich immer. Selin, was war dein Lieblingstourmoment bis jetzt? Ich glaube, es ist jedes Mal der Moment, wenn es kurz bevor wir auf die Bühne gehen und wir alle einander umarmen und einander anschauen und einfach finden, yes, we're rocking. Der Moment, das Kribbeln und die Anspannung und die immense Vorfreude, das ist ein unendlich schöner Moment. Schön, sind wir wieder mal versammelt. Wow! Also Angst, du so halbe. Sorry, Mann, Mann, sorry! So krass. Und jetzt, live on stage, eure Comedy-Männer, der Stefan Wüsser, der Aaron Herz und der Michael Schweizer. Präsentiert von... nein, heute ohne Werbung.